Ich habe heute ein bisschen was für euch vorbereitet, weil ich doch ja, sehe, dass vielleicht der ein oder andere Zusammenhang nicht ganz verstanden ist. Denn ich möchte heute gerne mal ein Stück weit darauf eingehen und euch versuchen, so einfach und so simpel wie möglich zu erklären, wie denn die Korrelation zwischen den Anleihenmärkten und vor allem den Immobilienmärkten und dem Aktienmarkt und vor allem das, was wir uns wünschen, eine Liquidierung, wie dort eine Parallele zu finden ist und was das für Auswirkungen hat. Da möchte ich heute ganz simpel mal mit euch einsteigen, dass vielleicht einfach der ein oder andere sich ein bisschen entspannter fühlt, auch wenn der Aktienmarkt hart ein Blutbad erlebt. Aber ich meine, wer schon ein bisschen länger mit Aktien handelt oder vielleicht schon ein wenig Erfahrung damit gesammelt hat, der weiß, dass fallende Kurse tatsächlich, wenn man sein Research gemacht hat, gar nicht mal so verkehrt sind. Ja. Und dann möchte ich definitiv noch einmal auf das ganze Thema AMC strukturiert seine Schulden um eingehen, dass ihr das auch besser verstehen könnt. Denn wenn man sich das so ganz grob betrachtet, einmal ansieht, dann wird man feststellen, dass die Zinskonditionen für diesen neuen Kredit tatsächlich wesentlich schlechter sind. Aber wenn man das auf das Big Picture betrachtet, dann kommt da sogar eine kleine Ersparnis für AMC raus und bringt dem Ganzen nochmal ein wenig mehr ja, Entspanntheit mit rein, auch wenn ja, die Zahl, also da wurden ja jetzt letzten Endes 100 Millionen gespart, ja, weil AMC die aus der Portokasse bezahlt hat. Aber für die nächsten Jahre bedeutet das schon eine kleine Einsparung. Und da werde ich auch nochmal darauf eingehen. Ich glaube, das wird aber auch ein bisschen zu hoch gepusht, als dass es wirklich eine größere Relevanz hat. Aber es ist schon mal kein schlechter Move, das Unternehmen zumindest auf dem Balance Sheet ein wenig sauberer zu bekommen. So, ich sehe, okay, also, wenn es Fragen an mich gibt, gerne wie gehabt, einfach die drei Gorilla eintippen, @Mika und dann die Frage direkt an mich stellen. Und ich möchte hier ein kleines Announcement machen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe mal so ein bisschen mit dem Kanal rumgespielt und habe da eine Möglichkeit entdeckt, Kanalmitgliedschaften anzubieten. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Nichtsdestotrotz, die Kanalmitgliedschaften dienen letzten Endes wirklich nur dazu, ja, den Kanal zu supporten. Nach wie vor bleibt der komplette Content kostenlos. Also ich werde hier jetzt nicht irgendwie exklusiv Livestreams machen oder exklusiv Vorabinformationen oder sonst was, sondern es ist einfach vielleicht nur eine Möglichkeit für den einen oder anderen, den Kanal zu supporten. Wer sich dafür interessiert, guckt euch das gerne mal an. Das ist eine lustige Spielerei. Ich habe da auch ja, so Badges und ein paar ja, wie nennt man das? Emojis kreiert, exklusiv für die Kanalmitglieder, einfach nur aus spaßeshalber. Also bitte nicht falsch verstehen. Die Kanalmitgliedschaft ist jetzt nichts für, dass ich irgendjemand ausschließe, sondern ist einfach nur eine Form des Supports, wer es gerne machen möchte. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Es ist mir auch schon Support eigentlich genug, wenn ihr hier regelmäßig am Start seid und über diesen Kanal sprecht. Und ja, deswegen würde ich jetzt vielleicht erstmal kurz den Chat für euch frei. Ja, also ihr habt es ja gelesen, dass AMC seine, ja, dass AMC einen Odeon-Kredit umstrukturiert hat. Und ich zeige euch dazu mal, obwohl das hatte ich ja schon mal gemacht, aber ich zeige es euch trotzdem mal in dem ausführlichen SEC-Filing, was man auf der SEC-Plattform finden kann. Und da ist dann wirklich alles aufgeführt, auch die ja, Kreditverbindlichkeiten und die Schulden, die AMC hat. Da hatte ich ja schon mal darauf angesprochen, dass es da ja, eine Position gibt, die 2023 im August ausläuft. Ja. So, da hatte ich ja schon mal darauf hingewiesen. Und wenn ihr euch das hier einfach mal anschaut, dann seht ihr, welchen Kredit ich meine. Das ist genau der hier, ja, mit den 505,6 Millionen US-Dollar, die dort in dem Moment zu Buche schlagen, ja, die sich da über den, die sich AMC da besorgt hat. Und hier seht ihr, wie hoch ja, verzinst diese Schuldverschreibung ist. Nämlich wir stehen aktuell. Im ersten Jahr waren es 10,75% und danach eben 11,25%. Ja? Wenn wir das jetzt einfach mal overall machen, ja, wir nehmen jetzt einfach mal die 11,25% und schauen mal, welche Zinsbelastung sich hier für diesen Kredit ergibt. Und ich habe das mal vorgerechnet, weil ich nicht besonders stark bin im Kopfrechnen, habe ich das einfach mal mit einem Prozentrechner gemacht.
auf die 505,6 Millionen US-Dollar, die hier eben sich AMC besorgen musste. Und mit 11,25%, die darauf anfielen, entsteht hier eine Belastung von 56,88 Millionen US-Dollar. Ja. So, jetzt fragt man sich, jetzt hat AMC eben diesen Kredit umgeschuldet, ja, und im Grunde das Ablaufdatum auf 2027 nach vorne geschoben oder nach hinten geschoben, besser gesagt, was AMC da eben halt nochmal ein bisschen mehr Luft gibt in der Handlungsfähigkeit. Ja, das nimmt so ein bisschen den Druck raus. Und Adam Aaron hat es ja auch getweetet, dass eben vor allem mit dieser Umschuldung und mit Abe AMC da mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Selbstbewusstsein eben auftreten kann und sich da wenig Sorgen machen muss. Ja. Also wenn man da noch 4 Milliarden Apes da rumzuliegen hat, dann kann man da schon den einen oder anderen Dollar klar machen, glaube ich. So, jetzt wissen wir also, AMC hat sich eben nochmal 400 Millionen US-Dollar geliehen und das aber zu einem Zinssatz von 12,75%. Das ist ersichtlich aus dem Filing hier. Ist es das? Ja. Ja, 12,75% und Ablaufdatum ist in dem Fall 2027 und jetzt rechnet man das mal hin und her und wenn wir jetzt eben mal überlegen, das waren 506 Millionen aufgerundet, so AMC hat davon aus der Portokasse 100 Millionen selber als Cash dazu beigesteuert, also brauchte AMC noch 400 Millionen, die eben umgeschuldet werden mussten auf 12,75%. Das bedeutet, AMC hat hier die Belastung durch den steigenden Zins jedoch gesenkt auf 51 Millionen. Ja, ist jetzt, wie gesagt, also es wird vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht gerade hochgepusht und zu einer großen Nummer hochgespielt. Ist es an der Stelle nicht? Ist es eine Ersparnis von 5,8 Millionen US-Dollar. Ja, also das Einzige, was wir hier vielleicht sehen, ist, dass wir auf Quartalsbasis hier eben die Zahlen ein wenig justiert bekommen und dass da eben vielleicht ein bisschen Druck rauskommt. Und vielleicht könnte der Gedanke dabei gewesen sein, eben zumindest in den Quartalsberichten diesen laufenden Posten eben ein wenig weniger ins Gewicht zu bringen. Ja, aber unterm Strich hat sich hier bei der Entschuldung eigentlich nicht viel getan. Ja? Also es sind 100 Millionen weniger, weil AMC die aus der Kasse gezahlt hat, aber weitere 400 bei 12,75% ergibt eben eine Zinsbelastung von 12,75% von 51 Millionen, respektive auf die 506 waren es dann 56,88 Millionen, ja, die dort entstanden sind als Belastung. Also von daher, ich würde da jetzt nicht ganz so viel drauflegen. Was er damit geschafft hat, ist, sich ein bisschen mehr Zeit zu kaufen und eben die Belastung, also die finanzielle Belastung auf das Unternehmen ein wenig abzufedern. Aber wir wissen, dass bei 5,4 Milliarden US-Dollar 100 Millionen erstmal nicht ganz so viel ist. Ja, und auf der anderen Seite eine Reduktion der durch die Zinsbelastung entstehenden Belastungen von 56,88 auf 51 Millionen ist halt auch nicht besonders viel. Ich glaube, das ist so ein bisschen Augenwischerei, die uns vielleicht unterm Strich auf den Balance Sheets oder in den Quartalsberichten vielleicht das ein oder andere Mal die Zahl so ein bisschen positiver darstellen lässt. Aber ich würde das jetzt hier an der Stelle wirklich nicht ganz so aufblasen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich hätte einen Freudentanz gemacht, wenn er plötzlich gesagt, wenn er da jetzt ein Announcement gemacht hätte, dass 1 Milliarde da plötzlich verschwunden sind, weil er die ausgelöst hat. Aber deswegen tippt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Also es hat mich jetzt hier nicht besonders tangiert, dass, dass da umgeschuldet worden ist, weil unterm Strich von 5,4 Milliarden US-Dollar sind jetzt halt 5,3 noch übrig. Ja, also weiß ich nicht, ob man da jetzt freudeschreiend durch die Stadt rennen müsste. Ja, aber ihr dürft gerne mal schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Gut,
Also, ich wollte es hier nur ganz kurz mal erwähnt haben, weil das überall trendet. Ja, alle sprechen darüber und alle haben Videos darüber gemacht. Dachte mir, dann mache ich auch mal was. Aber ich sehe hier nur einen Faktor, der hier ein wenig Entspannung reinbringt. Und das ist der Faktor Zeit. Wir werden uns dabei aber da wahrscheinlich bei dem nächsten Earnings Call werden wir uns wahrscheinlich darauf gefasst machen müssen, dass wir erstens weniger Geld in den Cash-Reserven sehen werden. Ja, und auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich sehen, dass der Net Loss gestiegen ist. Mal sehen. Also wir dürfen gespannt sein. Im November ist es ja dann soweit mit dem Earnings Call. Das werde ich dann wieder live machen. Ja, und versuchen, da nochmal meinen Senf irgendwie dazu mitzugeben. Aber was tatsächlich noch viel, viel wichtiger ist, neben dem ganzen Dingen, die bei AMC so stattfinden, ist doch zu verstehen, was so in den Märkten passiert. Also da passiert doch gerade wesentlich mehr, über das wir Bescheid wissen sollten oder zumindest versuchen sollten, es zu verstehen, als dass wir uns hier ärgern oder dass wir unnötigerweise diskutieren, ob 100 Millionen Schulden bei 5,3 Milliarden US-Dollar Schulden gut oder schlecht sind. Also es gibt ganz andere Dinge, die wir verstehen sollten. Und ich habe in der Telegram-Gruppe übrigens, den Link findet ihr unten in der Beschreibung zu den Gruppen. Kommt da gerne rein, diskutiert mit. Wir sind bitte immer respektvoll, versuchen, soweit es geht, positiv zu sein. Und wenn jemand zweifelt, dann darf er das gerne kommunizieren. Aber bitte in Form von einer Frage, dass man da auch Antworten drauf kann. Ja. Also ich glaube, es gibt gerade viel mehr Dinge, die wir verstehen sollten und die dazu führen könnten, ich sage bewusst könnten, weil wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir selber keine Möglichkeit mehr haben, in irgendeiner Form an den Umständen was ändern zu können. Ja? Aber ich versuche euch das mal zu erklären und lass uns da jetzt mal mit dem Topic starten, der vielleicht ein bisschen komplexer ist, aber keine Angst, ich mache das so simpel wie möglich, ich werde so wenig Fachbegriff wie möglich verwenden. Und bitte seid so lieb, wenn ihr bis jetzt einen kleinen Mehrwert mitgenommen habt, like den ganzen Spaß, ja, sodass YouTube merkt, dass wir so eine kleine Relevanz haben in dieser Community. Bitte penetriert den Like-Button und wer noch nicht abonniert hat, der darf auch gerne abonnieren, da würde ich mich sehr gerne freuen. Und wer den Kanal regelmäßig supporten möchte und ein paar kleine Goodies, ja, der darf auch gerne Kanalmitglied werden. Ansonsten ist aber der Content logischerweise komplett kostenlos. Daran wird sich auch nichts ändern und es gibt auch ehrlich gesagt nichts, was ich nicht eh machen würde. Vielleicht, aber guckt es euch gerne mal an, stöbert da mal rein, vielleicht ist es ja was für euch und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ja, ich wollte es einfach mal angeboten haben, vielleicht findet ja der ein oder andere meine Emojis oder meine Labels, die ich da kreiert habe, auch ganz lustig. Also ich fand sie lustig. Und so viel dazu. Also, bevor wir da reingehen, ich weiß, der ein oder andere, der findet es wichtig, über die Ortex-Zahlen zu sprechen. Ich fliege da gerne einmal rüber mit euch. Schaut es euch gerne einfach mal an. Ihr seht, wir haben eine, ich habe auch vielleicht hier nochmal eine Frage an euch. Ja, ich habe das, ich gucke mir so gut wie gar keine YouTube-Videos von irgendwelchen AMC-YouTubern an, außer die zwei, die empfohlen worden sind. Ich glaube, der eine war Bigums und der andere war Butcher of Wall Street. Die beiden fand ich gut. Ja, die gucke ich mir gerne an, wenn sie Livestreams gemacht haben und die gehen halt einfach extrem lang, aber ich ziehe mir das einfach hardcore bis zum Ende rein. Da sind ein paar echt gute Sachen dabei und die rennen mit ganz anderen Summen durch die Gegend, das ist unnormal. Ja? Die Frage, die ich an euch gerne richten möchte, vielleicht habt ihr eine Antwort dazu, in den letzten Tagen wurde doch so hart kommuniziert, dass der Short Interest bei AMC bei über 30% gelegen haben soll. Kann mir da mal vielleicht einer kurz ein Feedback geben, wann das gewesen sein soll und woher diese Information kam? Weil ich war ein bisschen erschrocken. Ich dachte mir so, what? Über 30% ist ja krass. Aber ich habe dazu halt nirgendwo in irgendeiner Form irgendwas gesehen. Also vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder eine Erklärung dazu. Ich konnte mir darauf keinen Reim bilden. So, also, wie wir sehen, ja, sehen wir, dass hier ein bisschen was steht, aber ihr kennt ja meine Meinung zu Ortex. Also, Ortex sagt, dass gemessen am Free Float der Short Interest aktuell gerade bei 19,07% liegt. Ja, in der Summe ist das
sind das 593,56 Millionen. Ja? Also die Zahl ist schon hoch, aber ich glaube halt ehrlich gesagt nicht so richtig an diese Zahlen. Shares and Loan bewegt sich immer noch in dem Bereich um 184. Wir waren, glaube ich, irgendwann mal auch bei 190 oder 200 Millionen fast. Ja? Also die Manipulation geht hier munter weiter. Utilization steht hier nach wie vor bei 100. Ich stelle mir halt auch mal wieder die Frage, wenn es doch eigentlich keine Aktien zum Leihen gibt, warum steht da 100 und warum geht das Spielchen immer noch weiter? Die Frage ist gar nicht hier, sondern wahrscheinlich eher in den Short Exempts zu suchen. So, wir stehen aktuell gerade bei einer Cost to Borrow von 19,1. Vor 7 Tagen lag die Cost to Borrow bei 18,44. So, das haben wir schon mal. Cost to Borrow Max sind, ich sehe das gerade nicht, was ein bisschen klein ist. Eine Sekunde, ich muss hier das Ganze mal ein bisschen größer machen. 29,22, ja, aber im Average hier zu diesem Zeitpunkt am Freitagabend lag die Cost to Borrow bei 25,13. Bei Ape sieht es tatsächlich richtig komisch aus. Ja, also werden hier irgendwie Short-Positionen geschlossen, aber der Kurs steigt nicht. Also von daher halte ich hier von dieser Zahl aktuell gerade absolut gar nichts. Also das muss mir mal einer erklären. Wenn jemand dazu eine Meinung hat oder eine Erklärung, dann kann das gerne tun. Deswegen, ich glaube, wir brauchen uns hier den Spaß gar nicht angucken. Also laut Ortex besteht hier eine Shortquote von 7,07% gemessen am Free Float. Shares and Loan sollen angeblich nur 26,59 Millionen sein. Also ich glaube tatsächlich an diesen Ortex-Quatsch nicht unbedingt. Ja, zumindest nicht so, als dass ich darauf basierend Investmententscheidungen treffen würde. Und jetzt gucke ich mal. So, jetzt gucken wir mal, was ihr so schreibt zu dem ganzen Ding. Also ich glaube, weiß nicht, habt ihr dazu? So, Tom positiv sagt, ich glaube, Fidelity hat diese Woche aktuell Short-Interest-Daten rausgebracht, knapp 32%. Ja gut, aber Fidelity misst ja dann tatsächlich nur das Short-Volumen auf ihrer eigenen Plattform, oder? Also weiß ja nicht, ob man darauf basierend dann alle anderen eben damit in einen Topf schmeißen kann. Also weiß ich nicht. Wie gesagt, haltet davon, was ihr wollt. Guckt euch Videos an, die ihr wollt. Wenn da jemand sagt 32%, dann cool. Aber wenn es Fidelity nur ist, dann ist das halt eine Source. Aber das ist für mich jetzt gerade nicht wirklich vielsagend. Oder gibt es dazu noch eine andere Sache? Markus Butcher oder Bucher sagt, okay, Mika, die Ersparnis ist nicht so viel, aber was zählt, ist die Zeit. Ja, das hatte ich ja gesagt. Also ja, weniger Druck, ja, man hat ein bisschen mehr Zeit, um in die Richtung zu kommen. Ich glaube auch, dass die Spekulation eher in die Richtung geht, dass die Kurse wieder steigen und Ape dann eben zu einem besseren Preis verkauft werden kann. Wir werden es sehen. Das wäre jetzt hier alles wirklich nur Spekulation. Aber bei dem Thema Zeit, das hatte ich vorhin gesagt, gebe ich euch natürlich recht. Ja, aber die Summe. Wie gesagt, müsst ihr euch so vorstellen, ihr sitzt in der 90-Grad-Sauna und dann kommt einer vorbei, macht Wasser, ja, und dann ist das ganze Wasser weg, aber wirklich viel Wasser ist da nicht mehr übrig. Ja? Also es ist trotzdem noch verdammt heiß und trocken. Also bitte hofft euch jetzt davon nicht ganz so viel. Das wäre mir nochmal lieb, dass man da jetzt nicht so viel den Fokus drauf legt, weil AMC ist noch fern, wirklich sehr, sehr fern. Um da wirklich auf dem Balance Sheet so eine Zahl hinzuzaubern, gerade was die Schuldenbelastung angeht, als dass es eben nicht mehr signifikant ist und diese Kerbe jedes Mal im Quartalsbericht reinschlägt und diese Schuldenbelastung dazu führt, dass AMC eben diese schwarzen Zahlen nicht hinbekommt. Ja? Also dieser Net Loss sich nicht in einen Gewinn ummünzen kann, weil eben diese Zinsbelastung halt jedes Mal so hart reinhaut. Oder? Also bitte. Wir blasen das jetzt hier nicht auf, aber die Zeit klar. Ja. Was bringt es, selbstreportete Zahlen zu analysieren? Mir bringt das gar nichts, aber ich weiß, der ein oder andere, der guckt sich diese Ortex-Zahlen gerne an. BRS 2305. Aber ich weiß nicht, ob du das erste Mal hier bist, aber Ortex-Zahlen sind für mich halt einfach eher zweitrangig.
Aber ich weiß, dass viele eben sich genau diese Zahlen angucken und sich eben anhand dieser Ortex-Zahlen eben auch ihren Gemütszustand basteln. Ja? Also die 31% war, glaube ich, auf einem Bericht von Benzinga. Ombre, wenn du den Bericht gefunden hast, bitte sei doch so lieb und schick mir den einfach mal in der Telegram-Gruppe privat rüber, dann kann ich mir den auch mal durchlesen. Das wäre mal spannend zu wissen, was die Quelle ist für diese Aussage. Denn hier, das ist ja gerade ein bisschen widersprüchlich, haben wir ja gesehen. Ja? So, ich hatte ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass wir viel mehr darauf achten sollten, was bei AMC und im Preis von AMC passiert. Ja? Also ein paar Tipps hatte ich euch ja auch mitgegeben. Und ich habe nochmal so eins, zwei Tipps, um euch vielleicht nochmal selbstmotivatorisch, ihr sollt euch ja selbst motivieren. Und so wie ich das mit mir mache und vor allem die Investments aussuche, in die ich investiere. Da gibt es auch nochmal einen Tipp nachher am Ende. Aber ich hatte euch ja gesagt, schaut euch bitte an, was im gesamten Markt passiert und eben nicht nur im Aktienmarkt. Ja, und da haben wir gesehen, dass unglaublich viel Kohle den Aktienmarkt verlässt. Ja, also es sind, glaube ich, inzwischen schon über 5 Trillionen US-Dollar, die den Aktienmarkt verlassen haben. Also der Aktienmarkt wird gerade ausgesorgt. Auf der anderen Seite haben wir noch den Immobiliensektor, also den Housingmarkt, ja, und den Anleihenmarkt. Und die beiden Sachen, wer jetzt vielleicht auf die letzten Erklärungen, ja, ich habe ja mal ein paar Schwenks gemacht und versucht euch mal zu erklären, warum es für Unternehmen, in dem Fall Institutionen, wichtig ist, eben diese Art der Finanzinstrumente handeln zu können. Nicht, weil sie sich davon die größten Profite erhoffen, das ist es eben nicht, sondern weil eben genau diese Instrumente, sprich eben Mortgage-Backed Securities und eben aber auch Anleihen, also vor allem Staatsanleihen, weil die, weil sie ein hohes Rating haben und eben halt gerne genutzt werden als Sicherheiten. Ja. Wir jetzt aber sehen, dass der Anleihenmarkt gerade kollabiert. Ja. Und ich euch auch meine These das letzte Mal benannt habe, dass ich nicht glaube, dass die Fed mit dieser Form der Fiskalpolitik weitermachen kann, aus dem einfachen Grund, wenn wir sehen, was gerade in England passiert. Und die Bank of England hat ja auch schon angekündigt, dass sie ab Montag Anleihenkäufe einstellen wird. Was das für Auswirkungen letzten Endes auf den Geldpreis haben wird, ja, das kann man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber wenn wir die Korrelation zwischen den Zinsen auf den Gilts, aber auch den Geldpreis sehen, dann wissen wir vielleicht ableitend, was mit den amerikanischen Staatsanleihen passieren könnte. Ja. So, die Zinsen auf den Gilts sind enorm gestiegen, der Preis ist aber gesunken. Ja. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, und das zeige ich euch jetzt gleich mal in meinem Sketchpad, ich glaube, es ist leichter zu verstehen, wenn ich ein paar Kringel und so zeichne. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, dass eben Institutionen genau diese Anleihen und diese Mortgage-Backed Securities ins Portfolio packen, um sie als Sicherheiten hinterlegen zu können, ja, dann, ich glaube, der ein oder andere kann jetzt eins und eins zusammenziehen, dann dürfte uns bewusst werden und vor allem aber auch bewusst sein, was passiert, wenn eben genau diese Sicherheiten, die hinterlegt worden sind in Form von Anleihen und Mortgage-Backed Securities, was passiert, wenn die an Wert verlieren? Das ist völlig egal, wie hoch der Zins steigt. Ja, das muss uns klar sein, weil ich glaube, die Frage kam auch in der Telegram-Gruppe und deswegen wollte ich da einfach mal darauf eingehen. Also es spielt absolut keine Rolle, ob die Zinsen bei den Anleihen oder bei den Mortgage-Backed Securities steigen, wenn der Preis sinkt. Ja, weil die Sicherheit berechnet sich an den Preis, nicht an den Zinsen, die du darauf bekommst. Ja, so, und deswegen, lass uns auch hier gleich mal kurz ein bisschen malen. Und vergesst bitte nicht, den Like-Button zu penetrieren. Und ihr dürft gerne auch abonnieren. Ihr dürft auch gerne Mitglied werden. Alles ist möglich. Und supporten dürft ihr auch. Wer noch Lektüre braucht, ich habe meine Lieblings-Picks an Büchern geteilt. Ja, die sind nicht teurer. Ich kriege eine kleine Provision von ein paar Cent. Wie gesagt, wer supporten will, kann das gerne tun. Ansonsten zieht euch einfach den Content immer schön rein. So, also, wir wissen jetzt also, dass die Korrelation zwischen, ja, wenn der Zins in den Anleihen steigt, fällt der Preis, okay? Ich
mache jetzt einmal hier Eurozeichen für den Preis und hier der Zins. So, das heißt also, wir wissen, der Preis sinkt in den Staatsanleihen, ja, oder in dem Fall in England sind es die Gilts, okay? So, und die Korrelation, das muss einfach mal klar sein. Wir sehen, was es für Auswirkungen in England hatte, aber da muss man auch dazu sagen, die Politik hat da einfach ihr Übriges getan, Geldgeschenke zu machen, ohne zu erklären, woher das Geld eigentlich kommen soll, ja, bei den ganzen Steuergeschenken, die dort gemacht worden sind. Und jetzt dürfte ja der Quaseng oder wie der Herr heißt, der Herr, der dort die Aufsicht über die Finanzen Englands hatte, hat er jetzt seinen Hut genommen, ja, hat er auch bei Twitter bestätigt, dass er ja, jetzt gegangen worden ist. Das heißt also, wenn wir jetzt wissen, Zinsen steigen, Preis fällt, und das hatte ja schon zur Folge, dass die Pensionsfonds in England enorm unter Druck geraten sind, ja, weil ein Pensionsfonds eben versucht, logischerweise so zu wirtschaften, dass er eben einmal sicher investiert, ja, und es wird aber auch ein bisschen spekuliert, okay? Na, so ist richtig. Es wird ein bisschen spekuliert und da wird auch ein Hebel drauf gepackt. Ja? Das heißt also, wenn wir jetzt hier eine Position haben, die spekulativ ist, okay, und die werden mit Sicherheit jetzt nicht so extrem spekulativ unterwegs gewesen sein. Warte mal, jetzt muss ich hier mal ganz kurz das Bild verschieben irgendwie. Nee, das stimmt nicht. So, eine Sekunde, damit ihr auch alles sehen könnt. Irgendwie stimmt das Bild hier noch nicht richtig. Warte mal, eine Sekunde. So. Warte, bin gleich soweit. Keine Ahnung, was hier los ist. Warum das jetzt hier so ist. So. So. Und jetzt. Okay. Das heißt, wir haben hier den Pensionsfonds. Ja. Und wir haben hier eben die Position, die sicherstellen soll, dass eben die Rentner und die zukünftigen Rentner kalkulativ ihr Geld bekommen können und deswegen wird hier an der Stelle eben eher auf Anleihen gesetzt, wie gesagt, auch in Form von Staatsanleihen etc. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eben diese spekulativen Positionen, okay? So, und da muss auch nicht der größte Hebel drauf sein. Es ist völlig egal, wie spekulativ das ist, ob es jetzt ein Dreierhebel ist, ja, oder was auch immer, dann wird eben genau diese Position eben mit diesen Staatsanleihen auch abgesichert in Form eines Collaterals. In dem Fall nimmt dann der Pensionsfonds seine Staatsanleihe und sagt, hey, ich packe das jetzt hier als Sicherheit hin. Okay? Jetzt haben wir aber die Problematik, dass der Preis der Sicherheit in dem Fall gesunken ist, die hier hinterlegt worden ist. Okay? So, was passiert, wenn hier jetzt die hinterlegte Sicherheit auf Basis dieses gesunkenen Preises in den Anleihenmärkten, was passiert mit der Sicherheit? Die Sicherheit verliert an Wert. Okay? So, was passiert also, wenn eine Sicherheit an Wert verliert, die spekulative Position aber aufrechterhalten werden soll, weil sonst eben an der Stelle vielleicht eine Liquidierung passieren könnte? Was passiert dann? In dem Fall muss Kohle nachgeschossen werden. Es muss irgendwas nachgeschossen werden, vielleicht in Form von Staatsanleihen, weitere Sicherheiten, ja, oder Kohle hinterlegt werden. Was haben also diese Pensionsfonds gemacht? Die haben genau diese Sicherheiten in Form von Anleihen verkauft, was eben den Preis weiter reduziert hat. Okay? So, das heißt also, es war im Grunde am Ende eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir jetzt also wissen, dass ein Hedgefonds, ja, der ja eigentlich eben nicht unbedingt mit dieser Art des Finanzinstrumentes handelt und dealt. Das ist ja gar nicht deren Ding. Die wollen ja Profite machen. Die wollen auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten Geld verdienen. Und das am besten so krass und so hoch und so viel wie möglich mit den größtmöglichen Renditerwartungen. Ja. Da bringen den Anleihen wahrscheinlich unterm Strich gar nichts und die gucken, ja, da wahrscheinlich gar nicht mal rauf, ja, weil sie dann denken, die aktuellen 4%, die ich da drauf bekomme, auf den 10-Jährigen, die sind jetzt absolut überhaupt nicht geil. Ja. So, also was machen die? Hedgefonds oder Family Offices oder Banken, spielt an der Stelle keine Rolle, haben hier das Derivat, okay? Hier ist auch
der Hebel drauf. So, ja? Das heißt also, das ist die spekulative Position. Okay? Die spekulative Position, haben wir gerade gesagt, wird eben gerne mit Anleihen abgesichert, als Collateral. Oder mit Mortgage-Backed Securities. Okay? So, jetzt verliert aber genau diese Anleihe an Wert und kann die Masse und vor allem das Gewicht dieser gehebelten Position nicht mehr absichern. Was passiert in dem Moment? Stufe 1, Margin Call. Okay? Was nicht bedeutet, dass irgendetwas sofort liquidiert wird. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade extrem sehen, dass die Institutionen massiv Geld aus den Aktienmärkten ziehen. Kann mir doch keiner erzählen, dass 5 Trillionen US-Dollar von Retail abgezogen wird. Kann mir doch keiner erzählen. Ja? So, das heißt also, hier werden gerade händeringend, hier wird gerade alles zur Kohle gemacht, was nicht nied- und nagelfest ist. Warum? Weil Staatsanleihen und vor allem Mortgage-Backed Securities an Wert verliehen. Jetzt sind es die Anleihen. So, und wenn wir uns jetzt hier einmal, ich habe hier so einen, in der Gruppe hat irgendjemand so einen richtig guten Post geteilt. Fastest Housing Crash Markets. Ihr seht, wie der Preisverfall ist. Ja, vom Mai 2022 auf Oktober 2022 ist der Hauspreis hier in Oakland, Kalifornien 16,4%, 14,4% in San Jose, Kalifornien, Austin, Texas 14%. Die Preise im Housing Markt Sektor, die fallen gerade. Also Häuser sind auf Halbjahressicht, das ist ja nicht mal ein Halb, das sind 5 Monate. In 5 Monaten hat ein Haus im Durchschnitt hier 16,4% an Wert verloren. Okay? So, wenn wir jetzt hier also sehen, dass der Housing-Markt zusammenbricht, wir aber auch wissen, dass die Amerikaner sehr gerne alles, was sie kaufen, auf Pump kaufen. Ja? Was passiert denn dann mit diesen sogenannten Mortgage-Backed Securities, die als Sicherheit hinterlegt worden sind? Gewinnen die denn an Wert, wenn das Ausfallrisiko steigt? Also egal, wie wir es drehen oder wie wir es wenden, ich glaube, dass man bitte hier an der Stelle nicht vergessen darf, dass wir hier nicht unbedingt den AMC-Preis bestimmen können durch, ich kaufe mir jetzt 50 Aktien oder sonst irgendwas. Ja? Bitte vergesst das hier mal an der Stelle. Ihr kauft Aktien, weil ihr eure Position aufstocken wollt, weil ihr den Durchschnitt reduzieren wollt, aber wir kaufen doch, also wir haben sowieso nicht das, vielleicht ist es auch mein Glaubenssatz und vielleicht sehe ich das auch ein bisschen kritischer als andere, aber wir sind doch Plankton im Walbecken zwischen den ganzen Walen und den Haien, okay? Also wir können da nichts bewegen, wir kaufen AMC, weil wir unseren Durchschnitt reduzieren wollen oder weil wir eine größere Position oder weil wir eine Aktienzahl im Kopf haben, die wir gerne halten möchten oder die wir erreichen möchten. Ich möchte meine 1000 gerne noch schaffen. Ja? So, also ich glaube, dass wir hier gerade etwas sehen, womit keiner gerechnet hat. Denn es muss mir jetzt mal einer erklären, wenn ein Hedgefonds, der, und ich hatte euch, glaube ich, eine Menge über Phase 6 erzählt, noch bevor irgendjemand hier irgendwie darüber gesprochen hat, weil ich das einfach unglaublich krass fand und immer noch finde, wie sehr eben diese hoffnungslos überhebelten Institutionen, und auch da habe ich euch die Zahlen gezeigt, wie überhebelt gerade in den Derivaten die Banken sind, die großen Banken. Ja? Und wir sehen hier eine systemrelevante Bank, die jetzt verkaufen muss. Die verkauft nämlich irgendwelche Sektoren innerhalb ihres Bankenkonglomerats. Ja? Also hier passiert gerade sehr, sehr viel. Also fokussiert euch vielleicht eher in die Richtung und versteht das. Versteht das bitte. Denn wenn es Banken gerade nicht gut geht, dann kann mir doch keiner erzählen, und dass es den Hedgefonds und Family Offices, die noch wahrscheinlich viel spekulativer unterwegs sind als eine Bank, die alles und ständig immer alles melden muss. Ja? Da kann mir doch keiner erzählen, dass es denen besser geht. Ja? Also ich glaube daran, dass Phase 6 dazu geführt hat, dass diese zusätzlichen Margin-Voraussetzungen, die hier erbracht werden mussten, dazu geführt haben, dass der Aktienmarkt abverkauft worden ist. Und ich glaube auch daran, dass wir jetzt hier durch diesen
durch den, es ist ja noch kein Crash im Anleihenmarkt, ja, und vielleicht will jetzt auch die Fed dafür Sorge tragen, dass der Anleihenmarkt der USA hier an der Stelle eben nicht so kollabiert wie in England. Und das würde aber dazu führen, dass die Fed eben die Fiskalpolitik so nicht mehr aufrechterhalten kann. Das heißt also, sie muss den Moneyprinter wieder anschmeißen und sie muss das Tempo der Zinserhöhungen reduzieren. Ja? Also ich glaube, wir sollten uns eher darauf fokussieren, denn ich habe auch vor einer Weile schon gesagt, erster Schritt Anleihe, zweiter Schritt Immobilienmarkt. Und wenn wir jetzt schon den Preisverfall in den Immobilienmärkten sehen, dann sind wir jetzt gerade in einer Phase, die jetzt noch richtig, richtig lustig wird. Ja, also ich glaube, viele lassen sich einfach zu sehr durch den Aktienkurs. Und ja, mich nervt er auch, aber ich habe AMC kein Verfallsdatum aufgeklebt. Ja, und jetzt versucht euch das vielleicht einfach mal ein wenig logischer vorzustellen, ein bisschen zu kombinieren. Das heißt also, wenn wir wissen, ja, und das hatte ich an der Stelle, glaube ich, auch schon mal kommuniziert, wenn jetzt also ein Hedgefonds wie Citadel Securities, ja, über die FICC, von der wir wissen, dass sie Mortgage-Backed Securities, ja, so ist es richtig, warte mal, so, Mortgage-Backed Securities und Anleihen, also vorrangig Staatsanleihen, cleared, ja, und Citadel hier rein wollte, dann muss mir doch mal einer erklären, warum sie sich in dem Moment, also das muss mir wirklich mal einer erklären, warum in dem Moment ein Hedgefonds sich in ein Clearing-Konglomerat einkaufen will. Ey, Hombre, Hombre ist mein erster Supporter und ich hoffe, Hombre, du siehst, tipp mal bitte kurz was ein. Ich glaube, du müsstest jetzt hier irgendwas sehen anstelle deines Namens an der Seite. Mal gucken, also auf jeden Fall danke, mein erster Supporter und hier ist er, der kleine Baby Ape. Und das verändert sich jeden Monat. Also je länger man dabei ist und am Ende kommt dann richtig geiler Hardcore Ape Gorilla. Danke auf jeden Fall dafür. So, ja, also erklärt mir das mal. Citadel Securities, und das haben wir vor ein paar Wochen, darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Citadel Securities hat sich über JP Morgan an der Stelle hier bei der FICC klar gemacht, um eben Anleihen in der Lage zu sein, Anleihen in Mortgage-Backed Securities eben auch handeln zu können. Die FICC klärt das Ganze. Okay? So. Also, ich möchte einfach nur, dass ihr versteht, ja, versteht bitte, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind. Ich weiß, dass es weh tut, aber bitte versteht auch, dass die Phase, in der wir uns gerade befinden, auch wenn es noch nicht danach aussieht, ja, auch wenn es noch nicht danach aussieht, eher für uns spielt als für die andere Seite des Trades, ja, denn wir haben so viele Punkte, die positiver sind als negativer, ja, und der einzige negative Punkt, den ich hier jetzt gerade kommunizieren kann und will, ist, dass der Kurs gerade nicht geil ist. Okay, wir gehen auch gleich nochmal in den Chart rein. Der Kurs ist nicht geil. Aber es ist völlig irrelevant. Der Kurs ist in diesem Moment irrelevant. Bitte verbindet die Punkte. Ich glaube daran, wenn der Anleihenmarkt, und wir werden morgen mehr sehen, okay? Wir werden morgen sehen, ob hier an der Stelle die Bank of England nochmal eine 180-Grad-Kehrtwende macht und weiter die Money Printer spielt. Ja? Aber was wir wissen ist, oder was ich weiß, ist, dass die Fed, wenn sie so weitermacht, genau ein gleiches Szenario heraufbeschwören wird, was an der Stelle gerade auch hier in England passiert und auch sichtbar ist. Und will das die Fed? Nein, weil das eben den kompletten, also nicht nur den kompletten US-Markt, sondern die komplette Welt in dem Fall in Schieflage bringen könnte. Okay? So, das heißt, was bleibt also der Fed übrig? Der Fed bleibt eigentlich nur noch übrig, den Money Printer anzuschmeißen. Ja? Der Fed bleibt übrig, das Tempo der Zinserhöhung zu drosseln.
Was wiederum aber auf der anderen Seite dazu führen würde, dass Institutionen, es sind immer erst Institutionen, wieder massiv Geld in den Aktienmarkt pumpen werden. Und wer folgt, wenn Institutionen angefangen haben, dann folgt Retail. Und auf diese Phase warten wir. Passiert das diesen Monat? Passiert das nächsten Monat? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn wir weitere Nachrichten aus England bekommen. Ja, davon bin ich fest überzeugt. Versteht die Zusammenhänge? Und wenn wir jetzt wissen, dass ein Citadel Securities wahrscheinlich auch ganz viele Positionen hat, die vielleicht, die man vielleicht argumentativ überhaupt nicht kommunizieren könnte, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn hier jetzt die amerikanischen Staatsanleihen einen Abflug nach unten machen und der Wert dieser Staatsanleihe sinkt und darauf basierend der Wert der hinterlegten Sicherheit sinkt, dann ist jetzt doch denn die nächste Frage, wenn der Aktienmarkt leer gepumpt worden ist, woher will denn eine Institution wie Citadel oder eine Family Office oder eine Bank, woher wollen sie die Liquidität nehmen? Ja? Und ein Hedgefonds und ein Family Office hat immer einen Prime Broker. Und das ist vorrangig wahrscheinlich eine große Bank, sowas wie JP Morgan oder sonst irgendeine andere Institution, Bank of America. Ja, die spielen ja die Dealer für diese Institution. So, was heißt also, wenn in dem Moment eine Bank, und das dürfen wir vielleicht auch nicht missverstehen, wenn eine Bank an der Stelle, ja, hier, ich mache jetzt mal hier, das ist die Bank, wenn eine Bank dollartechnisch zur Kasse gebeten wird, weil auch logischerweise deren Sicherheiten, ja, die Anleihen, die hier als Sicherheit hinterlegt worden sind, im Wert sinken, die Sicherheit eben weniger wert ist, auch sinkt, ja, und die wiederum überlegen müssen, wo kommt denn die Kohle her, was meinst du, und das ist halt wichtig, glaubt man nicht, dass die alle Best Homies sind und Best Buddies, wenn hier, ja, so eine Big Bank in Schieflage gerät, oder beziehungsweise merkt, die Kohle ist nicht mehr so locker wie vorher und wir brauchen jetzt Kohle. Was passiert denn an der Stelle, wenn Citadel hier an der Stelle vielleicht von der Bank irgendeinen Swap gekauft hat oder Aktien geliehen hat? Was passiert denn dann mit der Bank, wenn die Geld braucht? Die wird ja nicht sagen, ey Citadel, uns geht's blöd, dir geht's aber auch blöd, schwamm drüber, guck mal, wie du klarkommst. Wenn hier ein Ausfallrisiko zu sehen ist, der Anleihenmarkt crasht, dann wird auch die Bank nicht sagen, so, ey, ist alles cool, ja, guck mal, wie du zurechtkommst, sondern die werden hier sagen, ey, wenn du jetzt hier nicht die benötigten Sicherheiten hinterlegst zu der Position, die du dir von uns übrigens geliehen hast, dann liquidieren wir dein Portfolio, denn wir wollen nicht mit dir untergehen und wir wollen keine Kohle verlieren. Bei Kohle hört bekanntlich die Freundschaft auf. Ja, und hier ist wahrscheinlich keiner Best Buddies. Ja, der eine versucht doch den anderen zu dominieren. Und in dem Fall dominiert eine Big Bank mit Sicherheit einen Hedgefonds oder ein Family Office. Und deswegen brauchen wir, oder ich sage jetzt nicht den Crash, ja, aber wir brauchen zumindest hier massive News, wenn es darum geht, Anleihen und Mortgage-Backed Securities. Wenn die keinen Wert mehr haben, dann müssen sich die Brüder Gedanken machen, woher sie die Kohle bekommen, um ihre Position aufrechtzuerhalten. Ja, so, und von daher bitte versucht, die Dots zu verbinden. Wir halten, ihr habt die Zahlen gesehen, guckt euch gerne das Video nochmal an, wo ich hier die Hochrechnung gemacht habe, auch wenn es jetzt nicht großartig repräsentativ ist, ja, mit 1500 Leuten, die da mitgemacht haben, ja. Aber guckt euch gerne bitte einmal an und lasst euch doch mal vielleicht so ein kleines Gefühl dafür geben, wie groß die Community auch nach 2 Jahren noch immer ist. Und ja, ich weiß, dass sich der ein oder andere gerade richtig beschissen fühlt. Weiß ich. Ja. Aber dann fehlt es hier vielleicht einfach an dem richtigen Mindset, wenn es um Aktien geht. Und ich habe hier, ich möchte gerne ein paar Tipps mitgeben. Und jetzt, die schreibe ich euch hier gleich mit auf. Oder vielleicht, ja, ich schreibe die auch mit auf. Meine Sauklaue, die ist zwar ein bisschen schwer zu lesen, aber ich gebe mir Mühe. Wenn ich in Aktien investiere, ja, dann habe ich ein paar Kriterien neben den fundamentalen Analysen, die man dann natürlich auch machen kann. Ja, KGV, Balance Sheet, bla bla bla, kann man alles machen. Aber es gibt so ein paar Kriterien, bei der man an der Stelle vielleicht, ja,
auch ein gutes Gefühl bei Unternehmen bekommen kann, die noch nicht profitabel sind. Weil welches krasse Unternehmen, was in den letzten Jahren gehypt worden ist, ob es, keine Ahnung, ob es NIO ist, ob es Tesla ist, ja, ob es Palantir ist, alle, die gehypt worden sind, sind alles keine Unternehmen, die profitabel sind. Okay? Da muss man vielleicht seinen Horizont ein wenig anders strecken. Apetom, Support Level Number One. Ja, schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, du freust dich auch über die kleinen Emojis. Miguel, mein Freund, ich danke dir vielmals für die wirklich tolle Geste. Ich danke dir. Ich möchte euch hier ein paar Tipps mitgeben und lasst die mal wirken, bitte. Okay? Einfach mal wirken lassen. Und dann können wir mal gucken, ob eines davon auf AMC zutrifft. Also so treffe ich meine Investmententscheidungen, wenn ich in Unternehmen investiere, die nicht profitabel sind. Okay? So. Also bitte jetzt hier auch keine Handlungsempfehlung oder keine Beratung oder sonst irgendwas, sondern es ist aus meinem Kopf entsprungen und wenn da für mich Haken dran sind, dann gehe ich erst in die nächste Stufe rein und dann überlege ich mir, ob ich dort in das Investment gehe. Okay? So, wenn ihr bis jetzt ein bisschen Mehrwert mitbekommen habt, liken, penetrieren, abonnieren und Teddy würde sagen, betonieren. Okay? Wer Teddy kennt. Also, wenn ich in ein Unternehmen investiere, was nicht profitabel ist, ja, dann muss das erstens das Unternehmen vielleicht der oder auch ein Unternehmen, das profitabel ist. Ja. Es ist immer cool zu wissen, dass man in den Marktführer investiert. Okay? Zweiter Punkt, der für mich auch gerade wenn es um ein Long Investment geht, auch einen großen Stellenwert hat, um eben so eine Sachen zu finden, die ja später eben halt auch gut funktionieren können. Okay? Ist nämlich der Punkt, ich nenne es immer Burggraben. Okay? Das heißt also, ein Burggraben bedeutet, ist es ein Unternehmen, was etwas erschaffen hat, was es so noch nicht gibt und was in der Zukunft einen Bedarf auch weckt. Okay? So, das ist ein Burggraben. Also der Erste in der Nische, der Erste in der Branche, der etwas erfunden hat, was vielleicht heute noch keiner braucht, aber in der Zukunft definitiv eine Daseinsberechtigung hat. Ja? So, und der dritte Punkt ist für mich, ich nenne es einfach mal verbessert ein bestehendes Produkt. So, das heißt also, was meine ich damit? Ist es ein Unternehmen, ich habe ein Unternehmen in meinem Portfolio, das finde ich mega krass, das finde ich richtig gut. Wie gesagt, keine Handlungsempfehlung, das Unternehmen heißt Senseonics, sorry. Senseonics ist ein Unternehmen, was sich mit dem ganzen Thema Blutzuckermessung beschäftigt. Okay, hatte ich schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Und es gibt ein marktdominantes Unternehmen, ja, was hier eben der Marktführer ist, was ein ähnliches Produkt hat. Okay, ein ähnliches Produkt, wo der diabeteskranke Mensch sich nicht regelmäßig hier Blut abnehmen muss, ein paar Mal täglich. Ja. So, da wird eben ein Sensor auf die Haut gepackt und dann braucht man 5 Tage bei diesem Unternehmen, braucht man den Blutzucker nicht mehr messen. So, jetzt war halt mein Gedanke, dieses Unternehmen, Senseonics, mischt also in diesem Sektor mit, wo genau dieses ganze Thema Blutzucker messen, leichter zu machen, das Leben von diabeteskranken Menschen ein wenig zu erleichtern, ja, und nochmal genauer zu machen, will da also mitmischen. Die Frage ist, den Marktführer, der zu Spitzenzeiten eine Aktie von über $500 hatten und Senseonics kostet gerade $1 noch was, okay? Gerade ganz am Anfang. Also warum habe ich da Geld reingeschmissen? Weil ich ein Zocker bin? Eher nicht, ja, sondern weil ich glaube, dass erstens der, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört, der Diabetesmarkt, ja,
vielleicht an der Stelle ein wachsender Markt ist, weil ihr seht selber, Menschen achten nicht mehr so sehr auf ihre Gesundheit, werden immer dicker und die Amerikaner sind halt einfach das dickste Volk, direkt gefolgt von den Deutschen, glaube ich, schon auf dem zweiten Rang. Ja, also sehe ich hier erstmal Bedarf und Abnehmer, okay? So, was macht also dieses Produkt besser als der Marktführer? Dieses Unternehmen hat Blutzuckermessgeräte entwickelt, wo eben der Patient das Ganze nicht mehr machen muss, für ein Jahr nicht mehr machen muss. Das heißt, es wird ein ganz kleiner Sensor unter die Haut gesetzt und dann misst er automatisch und dann braucht dieser Mensch nie wieder einen Piekser machen und dann wird erst nach einem Jahr das Ganze getauscht. Grandios. Auch FDA-Approval, alles raus. Okay? So, das heißt also, ich suche mir Möglichkeiten, wo ich entweder früh dabei bin oder wo ich mir sicher sein kann, dass es dort keine Konkurrenz oder keine großartige Konkurrenz gibt. Ja? Oder ich investiere in den Marktführer. Frage an euch, in Bezug auf AMC, was würde darauf zutreffen? Frage an euch, welche dieser Punkte würde auf AMC zutreffen? Jetzt habe ich mein Wasser leider nicht da. So, richtig, ja. Marktführer. Also allein aus der Warte heraus betrachtet, sehen wir doch gerade, dass AMC, auch wenn die Zahlen wirklich grottig sind, auch wenn der Kurs gerade richtig grotte ist, ja, AMC ist der Marktführer im Bereich des Kino-Entertainments mit weltweit den meisten betriebenen Kinos. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Der Gedankengang ist, wir investieren in den Marktführer. Wir sehen gerade, dass die ein oder andere Kinokette eben die ganze Chose nicht überlebt hat. Gibt mir das auf der anderen Seite auch unglaublich viel Zuversicht. Ja? Denn also was passiert, wenn die Konkurrenz vom Markt verschwindet? Und ich verspreche euch, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die ich will den Namen hier nicht nennen, ist ja auch völlig egal, ja. Nicht, dass da jetzt jemand noch glaubt, der kann da noch reinspringen und Aktien kaufen oder sonst irgendwas. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, dass Unternehmer, also dass Investoren, und ich rede nicht von Retail-Investoren, die in diese Pleitekette investiert haben, ist doch nur eine Frage der Zeit, dass dieses Kino zerschlagen wird und alles zu Geld gemacht wird, um die Investoren auszubezahlen. Und damit meine ich die großen Investoren. Die kleinen schauen wahrscheinlich wieder in die Röhre. Was passiert also, wenn der Markt weiter ausgedünnt wird, AMC seine finanziell stabile Situation weiter ausbauen kann? Ja, auch wenn das hier jetzt mit 100 Millionen weniger und neuer Kredit und mehr Zeit und so, das ist erstmal noch Mumpitz, das zählt noch nicht. Ja, sondern hier zählt für mich, wir sind in den Marktführer investiert. Die Menschen auf der Welt, das ist für mich einfach meine Argumentation. Seid da mit mir oder seid da nicht mit mir, interessiert mich an der Stelle auch ehrlich gesagt nicht. Aber die Menschen haben einfach keine Lust mehr, eingesperrt zu werden. Die Menschen wollen raus, okay? Die Menschen sind dafür nicht gemacht, in ihrer Wohnung eingeschlossen zu werden. Und das haben wir jetzt gesehen, okay? Der nächste Punkt ist, ich glaube nicht und ich würde es mir wünschen, dass die Politiker dieser Welt ein wenig mehr Intelligenz an den Tag legen. Ich glaube aber ganz fest daran, dass sie diesen kleinen Funken an Intelligenz noch in sich haben. Ich glaube nicht, dass die Welt nochmal in einen harten Lockdown gehen wird. Denn das würde die komplette Welt wieder gefühlt in die Steinzeit zurückkatapultieren. Ja, das war schon, die 2 Jahre waren einfach schon zu viel. Nicht nur im Anbetracht der Psyche der Menschen, sondern die Schuldenlast der Länder, ja, und der Nationen, die ist einfach so massiv gestiegen, dass sie jetzt schon gar nicht mehr da rauskommt. Okay? Die These, die ich ja dann noch innehabe, die teile ich dann mit euch, wenn es soweit ist. Ja, ich habe ja da eine ganz wilde These, wo die Reise hingeht und die ersten Ausuferungen sehen wir ja schon. Aber ich glaube,
es ist wichtig, dass wir jetzt in Anführungsstrichen diesen Crash sehen, ja, dass dann Umdenken passiert. Und der ein oder andere hat das auch sehr trefflich in der Telegram-Gruppe geschrieben. Oder war es letztes Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat einer geschrieben, dass 2008 nie vorbei war. Glaube ich auch. Wenn wir uns nämlich diese Zahlen angucken, ja, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie hoch gehebelt die Banken unterwegs sind und das um ein Vielfaches höher als 2008 und 2009, dann brauchen wir uns hier an der Stelle wirklich nicht wundern. Ja. Und ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr guten Phase und ich möchte euch gerne heute auch neben dem Ganzen, alles gut, Hombre, alles gut. Ich kann ja viel und gerne labern, das zeichnet mich aus. Und danach lege ich mich dann auf die Couch, trinke was und mache mir ein Brot oder so. Aber jetzt habt ihr meine volle Aufmerksamkeit. Wo war ich stehen geblieben? Kann mir mal einer ganz kurz schreiben, wo ich stehen geblieben bin? Ich weiß es gerade nicht, aber wird mir gleich einfallen. Ich möchte euch nämlich gerne heute hier neben dem ganzen AMC-Thema, weil Tobi Fissel schreibt es, die Uhr, die ist doch schon gemacht worden. Ja? Also ich gehe schon, auch wenn ich ganz frisch in dieser AMC-Community-YouTube-Geschichte bin, ich bin seit Februar 21 bin ich investiert. Ja? Und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie viel Geld ich da reinstecke, wie groß die AMC-Position im Verhältnis zu meinem Portfolio sein darf. Habe ich alles gemacht und nachdem ich hätte vielleicht ein bisschen früher einsteigen sollen, ja, habe einfach Ewigkeiten lange gebraucht, um das alles zu checken. Ja, und dann war ich halt bei irgendwie $8 ein paar zerquetschte. Ja. So, aber ich bin so überzeugt, dass wir und dass vor allem die Masse hier nicht falsch liegen kann. Und es sind so viele schlaue Köpfe, ja, die überall wirklich krasse Dinge rausgehauen haben, die nachvollziehbar sind und die aber auf das große Ganze blicken und nicht nur AMC. Hier geht es eben nicht nur darum, dass die Schulden weg müssen, sondern hier geht es darum, dass im System was passieren muss, dass wir davon profitieren können. Okay? Und deswegen habe ich mit voller Zuversicht, weil ich noch überzeugter bin, dass hier eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Erstens Marktführer, zweitens es gibt eine Möglichkeit, Schulden abzubauen. Ja? Also, und drittens ist der einzige Grund, warum so viele Institutionen Short AMC sind, die Short-These, dass AMC pleite geht. Die hätten damit recht gehabt, wenn AMC zu der Pandemie-Zeit verloren hätte. Da hätten die recht gehabt. Okay, da wäre ich mit denen gegangen. Jetzt sind die aber so weit weg von dieser These. Und wir brauchen jetzt noch diesen Funken, der dazu führt, dass eben diese Leute langsam selbst an ihrer Position zweifeln. Und vielleicht ist das der Funke, dass sie sich eben nicht mehr leisten können, ihre Margins aufzustocken. Vielleicht ist das der Funke, dass sie sagen, oh, okay, Marktführer machen jetzt Kohle, sind jetzt 2 Quartale in Folge profitabel, Kohle kommt rein, Nachfrage ist da, Popcorn-Business läuft. Ja, also wir können es nicht mehr beeinflussen. Und das ist das Schöne, wir müssen gar nichts machen. Und weil ich dem einen oder anderen, ich habe vorhin einen Kommentar gelesen, ja, dank AMC, ich habe alles verloren. Auch, sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber auch die Entscheidung hast du selber getroffen. Die hast du selber getroffen, weil du hast erstens selber die Entscheidung getroffen, AMC zu kaufen und zweitens hast du die Entscheidung getroffen, AMC zu verkaufen und das wahrscheinlich zu Verlusten, weil dann hast du Verluste realisiert. Und keiner hat gesagt, ich habe das nie gesagt, ich habe auch nie ein Preisziel kommuniziert, wo die Reise hingehen kann. Ich glaube daran, dass wir dass 1000% locker machbar sind, locker. Ich habe schon genug andere Aktien gesehen, die mehr als 1000% gemacht haben. Ein paar hatte ich bei ein oder anderen hatte ich auch Glück. Ja, aber 1000% sind machbar. Wir reden hier von nichts Unglaublichem, okay? Und wir haben es bei GameStop gesehen, wir haben bei AMC gesehen, von einem Kurs von ein paar Dollar auf 72, das sind auch schon mal ein paar 1000%. Also, wovon reden wir? Ja? Und wenn das, was im Hintergrund aufgebläht wird und dieses Aufgeblasene platzt und jede Blase, egal in welche Richtung, ob die Blase nach oben platzt und der Kurs bricht ein, ob die Blase nach unten platzt und der Kurs massiv rennt, wenn Blasen platzen,
ist die Auswirkung dieser geplatzten Blase einfach extrem. Ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Genauso wenig wie Aktien ständig nur nach oben gehen, gehen sie halt auch nicht ständig nur nach unten. Es sei denn, ihr glaubt alle daran, dass AMC wirklich praktisch eine Chance hat, pleite gehen zu können. Wer daran glaubt, da kann ich sowieso nicht verstehen, warum man in ein Unternehmen investiert, wenn man daran glaubt, dass es sie nicht mehr geben wird. Das ist für mich dann sowieso widersprüchlich, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier sitzt und sagt, ich glaube daran, dass AMC pleite geht. Mit dem, was jetzt hier gerade passiert, sowieso nicht mehr. Also Kohle, egal wie, Kohle kann jetzt kommen. Ja, Kohle muss, eigentlich muss nicht mal, wird wahrscheinlich ein taktischer Move gewesen sein, an den Anleihenmarkt zu gehen, weil ich glaube, dass das nicht so schlau wäre, jetzt 400 Millionen Apes bei dem Preis zu verkaufen. Und wenn der Preis wieder steigt und Adam Aaron die Dinger für 4, 5, 6 Dollar verkaufen kann, dann holla die Waldfee. Ja, dann kann er das Ding, was er heute für 12,75% an Krediten gekauft hat, kann er direkt wieder ablösen. Ja, mitten im Rabatt. Ja, und Phase 6, Christian S. sagt, Phase 6 führt dazu, dass Unternehmen, in dem Fall Institutionen, die gehebelt am Derivatemarkt unterwegs sind und die ganze Zeit ihre Sicherheiten immer und immer wieder verpfändet haben, das geht nicht mehr. Unendlich Liquidität für Sicherheiten ist nicht mehr möglich. Woher sonst soll die Kohle kommen für die ganzen Positionen, die hier aufrechterhalten worden sind? Woher soll die kommen? Also wird gerade verkauft, was das Zeug hält. Und wenn der Anleihenmarkt einbricht, dann passt auf. Ja, dann kann die Fed da nicht mehr sitzen und sagen so, ja, nee, dann wird der Moneyprinter wird angeschmissen. Und sobald der Moneyprinter angeschmissen wird, ihr habt es gesehen, wir hatten die Pandemie, März ist alles eingebrochen, Weltwirtschaft steht still, Moneyprinter, ja, und Aktien rennen, als wenn nichts passiert wäre. Versteht ihr, was ich meine? Liquiditätsspritze, die gibt es gerade nicht. Ganz im Gegenteil, es wird Liquidität aus dem Markt gezogen. Lange geht das aber nicht mehr gut und wenn die Blase platzt, und jetzt kommt noch meine andere These, wenn du also die ganze Zeit in der Short-Position drin steckst, vielleicht bist du profitabel, vielleicht bist du nicht profitabel, okay? Du bist aber dreimal mit der gleichen Position drin, viermal, fünfmal, zehnmal, weil du die gleiche Aktie immer und immer wieder shortest und immer wieder geliehen hast, obwohl du sie nie geliehen hast. Dann musst du eben nicht nur diese eine Position, sondern musst du diese synthetischen Positionen immer und immer und immer wieder auflösen, weil in unseren Portfolios wahrscheinlich keine echten Aktien sind. Und glaub mir mal, ein Broker, der hier unterwegs ist, der hat auch keinen Bock, den Quatsch aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Egal, wie wir es drehen oder wie wir es wenden, ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir hier am längeren Hebel sitzen. Und ich weiß, dass es sich blöd anfühlt und ich weiß, dass der ein oder andere vielleicht zu tief drinne steckt mit seiner Kohle. Ja, und ich weiß, dass die Zeit gerade sehr schwierig ist mit den steigenden Energiepreisen. Aber wenn es euch ein Trost ist, als ich mich mit 19 selbstständig gemacht habe, ja, parallel zum nach dem Abitur, parallel zu meinem Studium, habe ich die erste Zeit, weil ich einfach keine Lust hatte, angestellt zu sein, auch von Toast und Ketchup gelebt. Okay? Wir alle hatten extrem schlechte Zeiten. Jeder von uns hatte einmal so einen richtigen Tiefpunkt in seinem Leben. Und ich sage mir dann immer, alter Vater, mit dem Wissen, was ich heute habe, kann es doch eigentlich nie wieder schlechter werden, als ich damals mit 19 eben diesen Schritt ins Ungewisse gewagt habe. Versteht ihr, was ich meine? Bitte geht mit dem Gedanken, holt euch selber aus der Negativität raus und seht diese aktuelle Zeit viel mehr als Chance und nicht als Gefahr. Denn wenn man sich so ein bisschen mit Aktienmärkten auseinandersetzt, dann passiert eigentlich immer dasselbe. Und guckt euch das gerne an. Das ist ja jetzt, ich erzähle ja nicht, was nicht der Wahrheit entspricht oder will euch hier irgendwas vom Pferd erzählen oder irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Märchenstunde von Mika oder so. Ja? Aber es ist doch immer so gewesen, dass der Markt in Zyklen sich bewegt. Okay? Und wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren den längsten Bullenmarkt. Den längsten Bullenmarkt, keine Ahnung, 10, 11 Jahre ging das Ding einfach kerzengerade hoch. Okay? Dass da irgendwann die Luft raus ist und dass das alles auf Schulden basiert aufgebläht ist, darf vielleicht an der Stelle auch jeder einfach mal realisieren. Und wer erst 2020 in den Aktienmarkt gekommen ist, ja,
Der hat einfach nur den letzten Peak mitgenommen und im letzten Moment dann nochmal und dann plötzlich Ende Banane, okay? Aber bitte realisiert eine Sache und das zeige ich euch jetzt nochmal und dann mache ich einmal den Chat. Danke, Obi Braun. Danke für dein Online-Seminar am Sonntag. Ja, ich dachte so ein bisschen Mindset im Aktienbereich und so ein bisschen verknüpfen kann nicht verkehrt sein. Also, ja. Wenn wir uns den Aktienmarkt betrachten, okay, dann geht er immer so, okay? Wir haben immer eine Phase, wo die Bullen dominieren, wo gepumpt wird ohne Ende. Und dann haben wir eine Phase, wo die Bären dominieren, okay? Wenn man sich das mal nimmt, macht das gerne mal, geht gerne in TradingView rein, öffnet euch mal irgendeinen Index, okay? Völlig egal, welchen ihr da nimmt, S&P, Dow Jones, Nasdaq, DAX, völlig egal. Ja, nehmt euch mal ein. Ihr werdet feststellen, erstens Punkt Nummer eins ist, Bullenmärkte dauern immer länger als Bärenmärkte. Ja? Das heißt, den Schmerz, den wir jetzt erleben, den nehme ich gerne in Kauf, wenn ich weiß, dass danach der Bullenmarkt einfach wieder mindestens doppelt so lange dauert, wie die Schmerzen, die ich hier erleiden konnte. Okay? So, das heißt also, wenn wir in den Bärenmarkt gehen, wir den Boden gefunden haben und es geht einfach wieder hoch. Ja? Ich mache es jetzt einfach mal so, es geht halt nicht kerzengerade, wir haben natürlich Volatilität drin. Und wir haben den nächsten Bullenzyklus erreicht, das Ende und das Top erreicht. Dann kommen wir wieder in einen Bärenmarkt. Aber lasst euch eine Sache gesagt sein. Dieses Low des Bärenmarktes wird das Low des Bärenmarktes nicht unterschreiten. Wer das verstanden hat, der weiß, ja, dass der Quatsch immer so geht. Okay? Und wir befinden uns gerade hier. Wir befinden uns gerade hier und wir warten jetzt auf diesen Punkt hier. Und wer an dem Punkt, ja, und wir müssen den Markt gar nicht timen. Okay, niemand muss den Markt timen, ist sowieso schwierig. Ja? Auf den Cent genau geht das nicht. Deswegen schön in Tranchen einkaufen, in Supportbereichen einkaufen, wo die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung am besten ist. Immer da, wo die Möglichkeit besteht, dass Bullen wieder in den Markt treten. Immer da einkaufen. Ja, dann freut man sich, wenn der Kurs dann wieder fällt. Im nächsten Supportbereich einkaufen und dann in Tranchen. So, und dann baut ihr, auch wenn es sich jetzt vielleicht blöd anfühlt, ja, baut ihr euch das Portfolio auf und habt in diesem Bereich die Chance, eben generationsübergreifenden Wohlstand aufzubauen. Und das ist genau das, was wir wollen. Okay? Und wenn das jetzt noch ein Jahr dauert, wir sind jetzt seit nunmehr über einem Jahr, sind wir stetig am Fallen. Okay? Oder ziemlich genau ein Jahr. Ja, wir sind stetig am Fallen. Und wenn es nochmal 2 Jahre gibt, völlig egal. Wer das hier als Chance sieht und wirklich mal tiefer in das Bewusstsein reingeht und nicht immer nur zockt, immer nur kurz, 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 kann gut gehen, aber in den meisten Fällen geht es eben nicht gut. Okay? Nehmt euch die Zeit dafür, es ist euer Geld, was ihr investiert, wofür ihr hart gearbeitet habt. Dann guckt man sich die Unternehmen an, versucht sie zu verstehen. Investiert in Dinge, die ihr versteht. Und wenn ihr sie noch nicht versteht, dann versteht und guckt euch an, lest euch die Dinger durch. Ich hab zwei, drei jetzt Penny Stocks, ja, die ich investiert bin, aber wo ich die Produkte so unglaublich gut finde und wo mir einer abgeht, wo ich denke so, Alter, du bist gerade ganz am Anfang dabei und das Ding, dass die Dinge, die da produziert und erstellt werden, sind revolutionär. Ob so ein Unternehmen den Bärenmarkt überlebt, die Finanzkrise überlebt, weiß ich nicht. Aber dafür bin ich mit einer Positionsgröße drin, wo es mir nicht wehtut. Und das ist der nächste Punkt. Bitte lernt das. Und wenn ihr diese Phase als Chance seht, dann sitzt ihr im Hintergrund und lacht euch einfach nur noch scheckig, ja, und versteht gar nicht, warum alle anderen Menschen hinten neben euch negativ sind. Die gute Laune mache ich mir selber. Okay? Und wenn ich weiß, dass ich, und das ist ein Versprechen, was ich jedem geben kann, wer sich Gedanken über sein Investment gemacht hat, der wird in den nächsten 2 Jahren, spätestens in den nächsten 2 Jahren, vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommen. Und nur darum geht's. Okay? Sich Gedanken darüber zu machen, was ich damit bezwecken will, wo ich hin will und wie ich mein Ziel schaffe, das ist sinnvoll. Sich den Weg zu markieren und nicht einfach nur, oh, ich habe gelesen, das ist eine sichere Wette. Wenn das eine sichere Wette ist, dann bist du wahrscheinlich, wenn du es gelesen hast, schon zu spät.
Okay, also von daher, wir befinden uns gerade in einer Phase der Rezession und wer mich kennt, der weiß schon tausendmal darüber gesprochen, nach der Rezession kommt die Depression, ja, die totale Kapitulation, wo 80% dann rausgehen und sagen so, ich habe es ja gesagt, Aktien sind voll blöd und das bringt alles nichts, ja. Nur die, die übrig geblieben sind und die, die an ihr Investment geglaubt haben, die nehmen dann genau diese Rallye und haben sich in ihre Position weiter eingekauft, weil sie ihr vertrauensvolles Unternehmen, woran sie glauben, immer günstiger bekommen haben. Und nur das ist der Weg. Nur das ist der Weg. Ja, und wenn ich jetzt, ich hatte ja gesagt, ich habe noch ein paar Kröten übrig für AMC, die habe ich freigemacht, ja, weil AMC soll ja auch zu der Positionsgröße, mit in der Positionsgröße in meinem Portfolio ein bisschen wachsen. Ich habe ja ein bisschen eingekauft jetzt bei dem letzten Dip. Und also durch die Bank weg eingekauft. Und dann ist doch mein Ziel eigentlich nur, wenn ich daran glaube, so viele Aktien zu einem günstigen Preis zu bekommen oder zu dem günstigsten Preis zu bekommen, wo der letzten Endes ist, das kann euch keiner sagen. Aber deswegen kaufe ich immer nur in Supportbereichen ein. Okay? Versteht das bitte. Lernt bitte nicht in oder lernt es nicht immer und immer wieder in das fallende Messer zu greifen, also in den fallenden Kurs. Deswegen trainiert euch Wissen an, wie man Charts richtig deutet. Ja? Trainiert euch vielleicht fundamentales Aktienwissen, damit ihr vielleicht so einen Quartalsbericht deuten könnt. Ja, wenn ich mir einen Quartalsbericht angucke, wo ich sehe, ey, da werden Schulden über Schulden gemacht und da kommt eigentlich gar nichts mehr rein und das Produkt, was sie haben, ist auch beschissen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es sind halt so Punkte, die man kennen muss. Kenne ich das Unternehmen? Weiß ich, was das Unternehmen so einzigartig macht? Was ist das Produkt? Wie ist es finanziell aufgestellt? Hat das Unternehmen in der Zukunft eine Daseinsberechtigung? Die These der Shortseller war, Streaming-Dienste werden AMC oder werden die Kinos aus dem Markt drängen. Das war die These. Und was ist passiert? Die Streaming-Dienste, weil eben jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es keine weiteren Lockdowns mehr geben wird, die Streaming-Dienste verlieren immer und immer mehr an Aktienwert. Okay? Was passiert mit AMC? AMC fällt mit. Warum? Weil der komplette Markt fällt. Die Shorts ballern und ballern und ballern und ballern. Und was es alles für Möglichkeiten gibt, ihr kennt die Market Maker Exemptions, ja? Bonafide Market Maker können Positionen ins Leben rufen, ohne jemals eine Aktie besitzen zu müssen. Erstmal. Sie haben andere Regelungen als der Shortseller. Okay? Und ein Market Maker ist dafür da, den Markt liquide zu halten. Das heißt, wenn auf der einen Seite die Nachfrage nach Shorts immer größer wird, weil alle sagen, ja, Kinos werden nicht überleben, AMC sowieso nicht wegen den Schulden und Schulden, bla, bliblub, ja, dann ist der Market Maker auf der anderen Seite, der sagt, ja, da kann ich gut Geld verdienen, da kann ich richtig drücken, richtig machen, richtig tun. Die DTCC tut noch ihr Übriges mit ihren ganzen Regularien und dann kommt die Uncleared Margin Regelung Phase 6. Ja. Also, und jetzt soll mir mal einer erklären, dass wir heute schlechter dastehen als vor 1,5 Jahren. Die Erklärung hätte ich jetzt gerne. Ich glaube, diese Erklärung kann keiner bringen. Alles, was wir hier an Negativität in den Communities sehen, ist schlichtweg einfach ein Gefühl. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, wie wir diesen Unterschied zwischen einer klaren, Aussage, die auch einen Mehrwert bietet, in welche Richtung auch immer, und den Unterschied zwischen dieser Aussage und einer Aussage basierend auf Emotionen und Gefühlen, die bringt mich gar nichts, außer dass man hier versucht, in seinem eigenen Elend andere zu finden, die genauso fühlen, und dann rottet man sich in Gruppen zusammen und dann denkt man sich, na, geht's dir auch so blöd wie mir? Brauchen wir nicht. Das hilft euch nicht, das hilft der Community nicht, es hilft mir nicht, es macht jedem Kopfschmerzen. Deswegen sage ich immer und immer wieder, nehmt die Emotion raus. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, habt ihr die einzige Möglichkeit, diesen Sichtpunkt oder diese Sichtweise auf diese aktuelle Situation zu erkennen, indem ihr es hinkriegt, alles aus einer sachlich neutralen Ebene zu betrachten. Und dazu hilft es nur, neutrale Fragen zu stellen. Und man fängt immer erst mit sich selber an. Immer erst mit sich selber. Ich stelle mir die Frage, wenn ich zweifle, stelle ich mir die Frage ganz sachlich und neutral,
was das Thema ist und mach da keine Emotionen. Ah, du bist voll blöd und du machst voll dies, du machst voll das, das Unternehmen ist voll behindert und so weiter und so fort. Mache ich nicht. Ja? Das heißt also, ihr fangt mit einer neutralen Frage an, denn auf eine neutrale Frage kann keine emotionale Antwort kommen. Also mache ich das erstmal mit mir. Und wenn ich keine Antwort auf das finde, ja, was mich gerade irritiert, dann stelle ich diese neutrale Frage in die Community und ich werde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine neutrale Antwort bekommen. Wenn jemand negativ ist, dann kriegt er keine Negativität zurück, sondern er kriegt nur noch Hype. Hast du deine DD nicht gemacht? Warum bist du denn hier? Verkauf doch, wenn du nicht mehr daran glaubst. Das brauchen wir nicht. Also achtet bitte darauf, wie ihr euch kommunikativ innerhalb dieser Communities bewegt. Weil es hilft einfach nicht. Es belastet nur und kostet Kraft. Und das ist der einzige Punkt, an dem uns diese Institutionen auch erwischen, nämlich in unseren Gefühlen, in unserer Psyche und den Emotionen, die wir haben. Sobald Menschen anfangen, im Aktienmarkt emotional unterwegs zu sein, treffen sie irrationale Entscheidungen, die meistens leider falsch sind. Falsche Einkäufe, falsche Verkäufe, zu viel, zu wenig, dies, das. Deswegen nehmt bitte jegliche Emotionen raus. Ich weiß, es hört sich leichter an als gesagt, wenn man schon mit zu viel Geld in einer Position drin ist. Aber dann hole ich mir diese Zuversicht selber und gucke, wie kann ich das, was ich jetzt hier im Portfolio habe, wie kann ich das hedgen, wie kann ich mein Portfolio vielleicht langfristig so aufbauen, dass das nicht mehr ins Gewicht fällt. Da gibt es so viele Mittel und Wege. Kommt gerne in die Telegram-Gruppen, kommuniziert dort, tauscht euch aus. Ihr dürft auch kritisch sein. Aber verwechselt bitte kritische Statements nicht mit, ich kommuniziere meine negativen Gefühle. Ja. So, jetzt habe ich nonstop gequasselt und habe gar nicht mehr darauf geachtet, was ihr hier so schreibt. Ihr dürft jetzt hier einmal, auch wenn ihr schon sehr hart miteinander kommuniziert, dürft ihr hier gerne den Chat einmal zuspammen mit dem Affen und dem Gorilla. Und hier habt ihr schon mal meine Sicht. Denn ich bin nämlich ein Smooth Brain Ape. Hier, der bin ich. So, penetriert gerne in den Chat einmal mit dem Affe und dem Gorilla, ihr Lieben. Und dann gehe ich einmal hier durch und guck mal, was ihr hier für Fragen habt oder was ihr hier für euch vielleicht heute mitnehmen konntet. Gibt es denn unter euch noch irgendjemand, der sagt, so, ey, ich ertrage den ganzen Spaß nicht mehr? Dann seid gerne offen. Ja, seid gerne offen und teilt gerne auch den Grund. Also nicht einfach nur das Gefühl teilen, sondern teilt den Grund, warum ihr gerade so fühlt. Weil das ist viel wichtiger, daran kann man arbeiten. Ein Gefühl kann man einfach nur aufnehmen, aber viel damit anstellen kann man denn tatsächlich nicht. So, also hier nochmal kurzes Shoutout an meine ersten Supporter. Wir haben hier einmal Ape Tom Support Level 1, glaube ich, ja, und einmal Ombre Support Level 3. Ich danke euch auf jeden Fall an der Stelle. So, in diesem Sinne, gibt es irgendwelche Fragen von eurer Seite? Wenn irgendwelche Fragen sind, wie gehabt, drei Affen oder drei Gorilla, add Mika, damit ich weiß, ich bin gemeint. Wenn hier die Supporter-Kollegen Fragen haben, dann sehe ich das ja sofort. Und dann kann ich da schneller drauf reagieren. So. Ich habe, glaube ich, hier zu... Willst du die Penny Stocks uns teilen? Ich weiß nicht, ist die Frage an mich gerichtet gewesen? Das weiß ich leider nicht. M. So. Okay, ich weiß nicht, wer gemeint war. Vielleicht war ich gemeint. M.
Nein, Mr. E, das verrate ich nicht, aber ich hatte mal ein Video dazu gemacht, was ein gutes Aufstiegsszenario sein könnte. Also, ich glaube, viele überbewerten. Ich will euch das einmal ganz kurz zeigen. Ja? Guckt euch gerne auch das Video an. Geht mal gerne in meinen Kanal und sucht mal das Video nicht unter den Livestreams, sondern unter den Videos. Da habe ich eins zum Aufstiegsszenario mal gemacht. Guckt euch das gerne mal an. Ich zeige das hier gerne nochmal. Guckt mal. Also, ich kann euch ja mein erstes Preisziel verraten. Ja? Wenn wir also davon ausgehen, dass wir den Short Squeeze irgendwie so erleben. Ja? So, hier ist der Peak. Okay? Dann ist für mich definitiv klar, dass ich hier nicht bis zum letzten warte, sondern ich werde hier in Tranchen verkaufen. Meine erste Tranche, die ist lediglich dafür da. Also ich versuche, mich emotional noch unbefangener zu machen. Und es geht am besten, wenn ich da nichts mehr von meinem eingesetzten Geld drin habe. Okay? Und die erste Position, die erste Tranche, die ich hier verkaufe, ist, um den Einsatz herauszubekommen. Okay? So, meine erste Tranche, die ich verkaufe, ist, um den Einsatz rauszubekommen. Und meine erste Tranche liegt dort an der Stelle bei 125 US-Dollar. Okay? 125 US-Dollar, ein paar Aktien verkaufe ich, nehme meinen Einsatz raus. Und dann kann ich so entspannt an der Stelle den Kurs weiter nach oben rennen lassen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da möchte ich eben nicht mehr explizit darauf eingehen, weil keiner soll es mir gleich tun tatsächlich. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich auf dem Weg nach oben verkaufe, okay, auch in Tranchen. Und das muss aber an der Stelle jeder für sich entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie viele Aktien du hältst. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da drin steckt. Ich weiß nicht, wie sehr du das Geld brauchst, was dort rauskommt. Das kann ich euch also nicht sagen. Deswegen kann ich euch Preisziele nicht kommunizieren. Okay? Ich habe definitiv wahrscheinlich ein anderes Risikomanagement, als ihr das habt. Wenn ich aber und das könnt ihr mir gerne gleich tun, wann ihr euren Einsatz rausholt und wann ihr komplett unbefangen an dieser ganzen Stelle unterwegs seid, das ist auch eure Entscheidung. 125 ist bei mir der erste Punkt, wo ich sage, hier nehme ich jetzt meinen Einsatz raus und dann lehne ich mich zurück und dann lasse ich die Limit Orders einfach arbeiten. Okay? Aber ich kann komplett entspannt sein, weil ab diesem Punkt verliere ich nichts mehr. Ich kann nicht mehr verlieren. Okay? So. Jetzt habe ich also das Thema in Tranchen verkaufen. Und jetzt sagen wir mal, rein hypothetisch, wir erreichen einen Wert von 10.000. Okay? Offen gestanden, tut es doch hier oben auch nichts mehr zur Sache, wenn ich jetzt hier Aktien verkaufe. Also meinetwegen, hier bei der zweiten verkaufe ich 100, bei dem verkaufe ich 250, hier verkaufe ich 250. Und hier bleiben mir dann am Ende vielleicht nur noch 15 übrig. Okay? Das spielt auch am Ende keine Rolle. Wenn wir also sagen, wir glauben, also wir glauben, jeder für sich glaubt an Preisziele, dann spielt es keine Rolle, was mein Preisziel ist. Da spielt es keine Rolle, was dein Preisziel ist, sondern spielt es eine Rolle, was ihr euch in eurem Kopf in Bezug auf euer Ziel für Preisziele gesetzt habt. Okay? So, und wenn ich 15 Aktien halte, die bei 10.000 verkaufen kann, glaubt ihr mal offen gestanden, ganz ehrlich, glaubt ihr, ich bin dann so traurig? Och, hätte ich doch mal lieber noch 100 Aktien zu 10.000. Ich bin doch auf dem Weg nach oben hin, habe ich doch schon unglaublich viel Geld verdient. Aber eine Sache, und das ist ganz wichtig, eine Sache ist ganz wichtig. Ich verkaufe hier auf der Seite. Ja, und wer jetzt versteht, was hat es mit liquiden und illiquiden Märkten zu tun? Wenn ein Preis die ganze Zeit nach oben geht, ist es ein liquider Markt, weil eine Nachfrage besteht, okay? Der Preis geht ja nicht hoch, weil einfach da gewürfelt wird, welcher Preis rauskommt, sondern der Preis geht hoch, weil er hoch gekauft wird. Ja, da ist einer, der sagt, ja, ich biete dir für die Aktie 1.000. Er sagt, ja, okay. Und dann gibt es aber keine Angebote mehr für 1.000, sondern das nächste Angebot ist für 1.500. Ja, und dadurch steigt der Preis und dann denkt er, oh Mist, ich muss aber meine Position schließen, dann nehme ich die 1.500, bevor ich dann nichts mehr für 2.000 bekomme, ja, und so weiter. In einem liquiden Markt willst du verkaufen. Wohingegen aber auf der anderen Seite, wenn der Kurs fällt,
reden wir hier von einem illiquiden Markt. Da wird Geld in diesem, auf dieser Seite wird aktiv Geld rausgezogen. Da verkaufen Leute, okay? Da ist es schwerer, auf der Seite Käufer zu finden. Also verkaufe ich lieber auf der Seite, wo der Kurs permanent nach oben geht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist sogar der wichtigere Punkt. Bitte ertappt euch nicht, irgendwie den letzten Cent rausquetschen zu wollen, weil es kann auch, wir wissen es halt nicht. Ja? Es kann aber auch so wieder zu Ende gehen. Und dann hast du plötzlich den Salat, dass das Ding nach oben geschossen ist und du wartest und wartest und wartest und plötzlich dumpt der Markt plötzlich seine Aktien auf dich ab. Und du kriegst aber keinen Käufer mehr. Ja? Und deswegen bitte, egal wo ihr eure Preisziele setzt, du willst auf der Seite verkaufen, wo der Markt liquide ist. Okay? Das ist noch viel, viel wichtiger. Und arbeitet, ich glaube, der sinnvollste Weg ist, in Tranchen zu arbeiten und in erster Linie darauf zu achten, dass ihr eure Emotionen rausbekommt. Und das geht am besten. Setzt euch einen Preis und sagt, an dem Punkt verkaufe ich X an Aktien. X an Aktien bedeutet, ich habe meinen Einsatz raus. Cool. Ja? Und ab dem Zeitpunkt kann es euch egal sein, wo der Kurs hingeht, weil ihr habt kein Risiko mehr. Okay? Und dann fange ich an. Und dann kann das Träumen angefangen werden. Und dann denkt ihr euch so, okay, ich habe jetzt bei 150 meinen Einsatz rausgenommen. Jetzt sind hier noch X an Aktien übrig. Den nächsten Step mache ich bei 300 und dann verkaufe ich 50. Und den nächsten Step mache ich bei 500, da verkaufe ich 200. Und den nächsten Step und so weiter und so fort. Und dann fangt ihr an, okay, wenn ich da jetzt meine Sell-Orders platziere. Und ja, dann fangt ihr an, dort eben diese Kalkulation aufzustellen. Aber ertappt euch bitte nicht dabei zu sagen, ich halte jede Aktie, bis ich den absoluten Peak erreicht habe, weil die werdet ihr nicht erreichen. Und auf der Verkäuferseite wollt ihr nicht also in einem Markt, wo alle verkaufen wollen, wollt ihr nicht verkaufen oder gezwungen sind zu verkaufen, wo die Nachfrage nicht mehr besteht. Ihr wollt da verkaufen, wo die Nachfrage besteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man verstehen. Ja, also, aber Preisziele, meine Preisziele werde ich zu keiner Zeit kommunizieren. Das hatte ich aber auch schon ganz, ganz am Anfang gesagt, als ich den Kanal ins Leben gerufen habe. Tut mir wirklich schrecklich leid, aber ja. So, ich sehe da gerade Frank Meister. Ich danke dir vielmals für die Spende. Danke dir vielmals. Ja, also das war mein Take. Gibt es da noch eine Frage in meine Richtung? So, ich guck mal, was ihr hier so Nettes schreibt. Wenn es euch bisher gefällt, seid so lieb, penetriert den Like-Button. Ich weiß, ich wiederhole mich wie ein Papagei, aber der Algorithmus, der guckt sich das an. Wie aktiv ihr hier schreiben, wie viele Leute zuschauen, wie lange ihr dabei bleibt, wie viele Likes, wie viele Kommentare und so weiter. Deswegen würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, dass ihr hier aktiv mitgestaltet, weil eigentlich war es ja auch dafür gedacht. Ja. Und wie gesagt, wer über diese Streams hinaus noch ja, mit der Community in Kontakt sein möchte. In der Beschreibung findet ihr den Link zu den Telegram-Gruppen, einmal eine Aktien-Trading-Gruppe, wo ich so ein bisschen Chartwissen mitgebe, auch mal Aktien-Calls mache und also Trading-Calls und die AMC-Gruppe logischerweise, da kommt ihr auch mit rein. Aber wir pflegen hier einen respektvollen Umgang. Einfach sinnfreies Gebäsche oder Gejammer wird nicht akzeptiert. Ich will den Grundtenor positiv halten, was nicht bedeutet, dass wir alle hypen oder so. Aber es bringt einfach nichts, wenn wir Emotionen und Gefühle teilen, die an der Stelle einfach niemanden weiterbringen und auch keine Fragen beantworten. Ja, also den Link findet ihr jeweils in den Telegram-Gruppen, in der Beschreibung von den Telegram-Gruppen. So, wollen wir mal gucken. Ich sehe da gerade keine Frage in meiner Richtung. Nabi, viel sagt, Mika, bevorzugst du einen Handelsplatz bezüglich Sicherheit? Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe auch keinen deutschen Broker. So. So. So, Trade Now schreibt, Bro, ich glaube, fast jeder denkt hier alles, aber alles oder nichts. Ja, kann ja auch jeder machen, aber erfahrungsgemäß kann ich euch sagen, es ist unglaublich schwer, das absolute Top zu timen.
Und zweitens, ich glaube, wenn wir Preise erreichen, die jenseits von Gut und Böse sind, warum sollten wir da negativ sein? Also, wenn ich mein Einsatz verzwanzigfacht habe, da gibt es keinen Grund, negativ zu sein. Und ob ich dann den absoluten Peak erreicht habe, ja, oder ob ich mich im Peak nach oben gekauft habe, verkauft habe, das spielt doch keine Rolle. Ihr müsst die Regeln für euch machen, okay? Meine Regeln sind meine Regeln, eure Regeln sind eure Regeln. Also macht euch Gedanken darüber und hört so wenig wie möglich auf irgendwelche, du musst da und da verkaufen von anderen Leuten. Hört da bitte nicht drauf. Ja, jeder hat seine eigene Überzeugung und es ist in dem Fall nicht deine Überzeugung, sondern die Überzeugung dieser Person. Ja? Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, weil ich eben weiß, wie viel Verantwortung ich habe, wenn ich hier offen über das Thema AMC und Aktien und Investment spreche. Deswegen kann ich euch meine Preisziele zum Beispiel auch nicht nennen, weil ich eben nicht weiß, wie euer Risikomanagement ist, wie ihr drinne steckt. Habt ihr euer Haus verpfändet? Habt ihr Kredite aufgenommen? Ich habe Stories gehört von Leuten, die haben Kredite aufgenommen, Häuser, Hypotheken und so weiter, bla, bli, blub und alle Ersparnisse rein. Ja, da wäre ich auch unentspannt. Da wäre ich auch super unentspannt. Ja. So. Daniel Müll. Ich hoffe, das ist dein, ich habe es richtig ausgesprochen. Müll. Wie lange kann der Squeeze dauern? Auch das kann dir keiner sagen. Das kann dir wirklich keiner sagen. Und da wäre ich auch echt vorsichtig. Deswegen mach das auf dem Weg nach oben. Am Ende des Tages, wie gesagt, kann es doch egal sein, wie hoch der Squeeze geht. Ja, und ich glaube, niemand wird traurig sein, wenn er jetzt bei, wie seht ihr den Kurs, 6 Dollar ein paar zerquetschte. Und der Kurs geht auf 400 hoch. Wer ist denn da traurig? Ich wäre es nicht. Ja, und von daher, seid entspannter. Der Squeeze kommt, wenn an den deutschen Börsen der Strom ausgeht. Ich hoffe nicht. Hombre, ich würde mich nicht wundern, ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir Preise jenseits der 400 sehen. Also rechnet doch bitte gerne einfach mal hoch. Ja? Wir sind jetzt aktuell, ich habe den Chart jetzt hier gerade leider nicht vor mir. Ich kann ja mal kurz reingehen. So. So, wir sind gerade aktuell bei einem Kurs von sage und schreibe AMC von 6 Dollar. So. So, 6 Dollar. So, also. Ich will einfach hier mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, glaubt ihr, dass wir den Kurs um mehr als 1000% übersteigen können? Und ich will nur mal ganz kurz auf diese Dimension einmal eingehen. Weil wenn wir jetzt bei 6 Dollar sind, ja, und bei 1000% wären wir bei 60, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Jetzt, wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, wie realistisch könnte 60 sein? Ja, mach das gerne mal. Ja, für mich ist einfach 60 Dollar ist so plausibel. Ja, so plausibel. So, und jetzt geht mal das Spiel weiter hoch. Jetzt gehen wir das Spiel weiter hoch, sind 120 Dollar, also 2000%. Ja? 3000% wären in dem Fall 180 Dollar. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und wenn wir uns die GameStop-Geschichte anschauen, dann sind wir in einer ähnlichen Ebene und GameStop ist auf 500 und noch was hochgeschossen. Ja? So, also für mich ist das, für mich, ich weiß nicht, 400 hört sich jetzt tatsächlich nicht so unrealistisch an.
Ja, also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass 400 Dollar, und das haben wir ja schon in der Hinsicht auch schon bei GameStop gesehen. Von daher, ich glaube, wir werden hier noch richtig, richtig viel Spaß haben und es wird nochmal richtig emotional. Ja? Und wir haben ja die 72, genau, André, du schreibst es, wir haben ja die 72 auch schon gesehen und wir kommen aus einer ähnlichen Region. Ja? Warum sollte das nicht nochmal funktionieren? Also, ich bin da entspannt und ich glaube, uns erwartet hier eine Menge. Und dazu brauchen wir, das habt ihr auch gesagt, einen Katalysator. Und vielleicht ist der Katalysator der Umschwung, der Umbruch, die 180-Grad-Kehrtwende der Zentralbanken, der Einbruch des Immobiliensektors, ja, der Einbruch des Anleihemarktes. Vielleicht ist das der Katalysator. Vielleicht ist es gar nicht die Schuldenfreiheit. Ja? Vielleicht ist es das nicht. Vielleicht sind es einfach Fire Sales bei den Hedgefonds, bei den Family Offices, bei den kleinen Banken, die eben diese Liquidität nicht mehr aufbringen können, die zwangsliquidiert werden, weil sie eben keine Sicherheiten mehr hinterlegen können oder die zusätzlichen Sicherheitsanforderungen nicht mehr erbringen können. Und dann ist doch die größere Instanz darüber, die sagt, du bringst Geld und wenn du keins hast, liquidieren wir dich, weil wir wollen nicht, dass du uns mit runterziehst. Und die Kohle, die du da hast, die nehmen wir uns dann. Ob wie es dir danach geht, interessiert uns nicht. Ja, also ich glaube, das wird hier eine Riesenbubble. Und so wie wir die Bubble, die alles Bubble, die geplatzt ist, hier gesehen haben, Krypto, Immobilien, Aktien, alles, was jetzt gerade platzt, das Spielchen geht auch in die andere Richtung. Daran glaube ich. Und da sind 1000% ist lächerlich. Die haben wir schon in ganz anderen, wir haben Zehntausende von Prozent in anderen Aktien schon gesehen. Und damit meine ich nicht ein HKD oder so. Ja. Also von daher, ich glaube, das wird noch richtig lustig für uns alle. Und hier gilt es eben nur, sich emotional frei zu machen. Ja. Gibt's Fragen von eurer Seite aus? Ich glaube auch, dass es der Marktcrash ist. Wenn deine Sicherheiten nur ein Appel und ein Ei wert sind und du keine Möglichkeit mehr hast, Liquidität zu erzeugen und deine Sicherheiten unendlichfach zu benutzen. Und hast du ja schon getan. Und du jetzt überall klopft jemand an dir und sagt, ey, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Wie viel Geld soll denn jetzt aus dem Aktienmarkt noch rausgezogen werden? Die liquidieren doch schon alle ihre Long-Positionen. Ja, und wenn jetzt auf der anderen Seite die Sicherheiten in Form von Anleihen und Mortgage-Backed Securities keinen Wert mehr haben, weil Pensionsfonds gezwungen sind, diese zu liquidieren und zu verkaufen, um ihre Margin Calls zu befriedigen. Dann ist Ende Gelände. Christian Morgensen, ich danke dir vielmals. Schön, dass du am Start warst. Penetriert gerne jetzt hier einmal den Chat mit dem Affe und dem Gorilla nochmal. Wenn es hier ein bisschen Mehrwert gab und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das gerne hier nochmal mit rein, Leute. Ja, ihr wisst, wer Fragen an mich richten möchte. So, Mr. E schreibt, Mika, findest du prozentuale Einschätzungen bei einem Short Squeeze sinnvoll? Weil theoretisch würde eine einzige Market Kauf Order ausreichen, wenn der Orderbuch bis 1K relativ leer ist, ist dann. Okay, ich kann mit der Frage gerade nichts anfangen, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ich eine Order platziere, dann. Also in dem Fall ist es eine Limit Order. Ja, wenn ich eine Order platziere, dann wird am Markt schon auf der anderen Seite der Käufer gesucht. Ja, die werden schon gematcht. Und dann wird so lange gefillt, bis die Order komplett durch ist. Und das dürft ihr nicht vergessen, wenn ich jetzt eine Order eingestellt habe zu 1000 und ich habe eben 100 Aktien eingestellt und derjenige, der aber meine 100 Aktien zu 1000 haben wollte, hat aber eine Buy-Order für 200 Aktien reingesetzt. Dann wird genau diese Order so lange aufgekauft, bis dieser Block mit 100 Aktien weg ist. Wenn aber die nächste Sache, ja, also das nächste Angebot 1500 sind, dann wird hier weitergekauft. Ja? Also ich wäre da tatsächlich immer ein bisschen entspannt und ich arbeite nur mit Limit Orders, wenn ich verkaufe. Ich will gar nicht da sitzen und dann so Marktorder und dann wird die nicht gefüllt, weil einfach kein Käufer da ist oder so. Ja? Also da will ich auf Nummer sicher gehen. Von daher arbeitet definitiv mit automatisierten Orders, damit der Markt im Vorfeld schon gematcht wird. Ja? So, weil Angebot und Nachfrage wird immer zusammengebracht.
Ja? So. Und wenn auf der einen Seite das Angebot für 1000 ist, aber es gibt also wenn die Nachfrage für 1000 Euro, Dollar da ist, es gibt aber kein Angebot für 1000, ja, was macht denn derjenige dann? Der muss sein Angebot so lange justieren, bis irgendwann ein Angebot kommt, was dem matcht. Okay? Also arbeitet mit Limit Orders. Ja? So. Yeti46 schreibt, kann es sein, dass es einen kontrollierten Squeeze gibt und sie es nicht ausufern lassen? Kann auch sein, aber wäre das verkehrt? Wäre das verkehrt, wenn der Squeeze in Schüben kommt und der Kurs vielleicht ein halbes Jahr braucht, bis er 500 erreicht oder 1000? Wäre halt auch nicht verkehrt. Mir ist es am Ende des Tages egal, in welcher Form der Squeeze kommt, ob der einmal massiv kommt oder ob der mit einem langen Atem auf uns zurennt. Das wäre mir an der Stelle völlig egal. Stunny, Support Level, Ape Support Level Nummer 1. Schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, dir gefallen die Emojis und so, die ich da gebastelt habe. Mr. I fragt, Mika, ich meinte, wenn die Hedgefonds anfangen zu kaufen, dann wird das im Orderbuch, wie du beschrieben hast, gesammelt. Deswegen ist eine prozentuale Bewegung einzuschätzen bei einem Short-Squeeze optimal. Ich weiß jetzt nicht, was prozentuale Einschätzungen, was du damit meinst. Keine Ahnung. Also mit prozentual einschätzen, ich weiß nicht, ob du das falsch verstanden hast, aber ich nehme Preisziele, die meine Limits darstellen. Ja, ich weiß, ich hoffe, bei den meisten Brokern ist das Limit gecapped, bis wohin du eben vom aktuellen Kurs hochgehen kannst. Das ist gecapped, aber dann musst du die bei steigenden Kursen eben nachjustieren. Ja, ja, ich habe davon gehört, dass verschiedene Broker irgendwie bis zu einem Prozentsatz nach oben gehen. Ja. Ja, müsst ihr nachjustieren. So, ihr Lieben. AMC Squeeze mindestens 1000 Euro ab. Okay, das war jetzt sehr zweideutig oder vielleicht hab ich es einfach nur falsch gelesen. So, gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen, ihr Lieben? Ich glaube, derjenige, der mich gefragt hat, welche Penny Stocks ich gerade halte, also an die ich wirklich wirklich langfristig glaube, die hier ein enormes Potenzial haben, 10x-Potenzial locker, zumindest in meiner Recherche. Ja, kann sein, dass plötzlich in den nächsten Jahren alle Menschen gesund sind und Diabetes kein Thema mehr ist. Ist einmal Senseonics und einmal Bionanogenomics. Es ist ein in dem Genomiksektor, ja, Gensequenzierung. Und da haben die ein krasses Produkt aufgebaut, was definitiv günstiger ist, schneller ist. Und wer weiß, wie das Gesundheitssystem unterwegs ist, der weiß, dass die da auch sparen müssen. Und wenn sie plötzlich innerhalb von ein paar Stunden Gensequenzierung, ja, alles da haben, parat haben und da alles erkennen und sehen, was sie brauchen, dann ist das eben erstens sehr zeiteffizient und sehr kosteneffizient. Und deswegen glaube ich eben, dass der Genomiksektor enorm fliegen wird in der Zukunft. Und wie gesagt, Senseonics, ich habe noch ein paar andere, die ich auch ganz geil finde, aber das soll jetzt hier kein Penny Stocks Video werden. Wenn Nachfrage besteht, schreibt gerne im Anschluss nach diesem Stream in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, ich finde Penny Stocks geil. Ich werde jetzt am Dienstag nochmal ein Video machen zu fünf wirklich richtig guten und vielleicht mache ich das regelmäßig. Zu fünf guten Dividendenaktien, weil da auch eine hohe Nachfrage, zumindest hat das die Umfrage in der Telegram-Gruppe gesagt. Da werde ich mal ein Video zu fünf guten Dividendenaktien machen. Es gibt natürlich mehr, aber dann können wir darauf aufbauen und dann wisst ihr auch, wo ihr euren AMC-Profit reinstecken könnt. Weil dann hier geht es nämlich am Ende wirklich nur noch um passive Einkünfte und das ist ja auch mein Ziel. Das Portfolio so groß zu machen, die Gewinne dann nachher umzuschichten und dann daraus ein passives Portfolio zu machen, wo einfach nur noch die Dividenden fließen
Und dann war es das längste Zeit gewesen mit Arbeiten. Dann mache ich die Dinge, die ich mache, nur noch aus Spaß und nicht mehr, weil ich muss. Aber das Video kommt dann am Dienstag, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Chief Kocha Fiedler fragt, bringen mir Ape-Aktien etwas oder wird dann nur AMC steigen? Ape muss ja auch zu Haufen gekauft werden, oder? Ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass wir bei Ape auch noch gute Bewegungen sehen werden. Aber wir sind hier gerade, Kerzen gerade nach unten, 45 Grad, da ändert sich nichts. Wir haben den Abwärtstrendkanal hinter uns gelassen. Ja, und wir testen gerade den oberen Rand. Ich kann euch das ja hier mal schnell zeigen. Dann habt ihr das auch mal gesehen. So, hier. Ja, ihr seht, wir haben den Trendkanal verlassen. Und jetzt ist es halt wichtig zu verstehen, was passiert jetzt hier? War das jetzt hier nur ein Fake-Out? Oder ist das jetzt hier ein Retest? Und wenn es ein Retest ist, dann ist der Weg zumindest in Richtung 241, 271 in diese Zone im 4-Stunden-Chart auf jeden Fall frei. Weil da haben wir nicht viel Widerstand. Okay? Und das Schöne ist, das dürft ihr bitte auch nicht vergessen, wenn wir hier so eine Bewegung haben, die konstant nach unten geht und wo ein Kurs nicht lange verweilt und keine Widerstände aufbauen konnte und keine Supports aufbauen konnte, dann wird der Kurs, wenn der nach oben geht, mindestens im gleichen Maße eben halt auch so nach oben gehen, weil es hier keine Widerstände gibt, die sich im Laufe dieser Zeit aufbauen konnten. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben jetzt hier Kerzen gerade, ohne irgendwo anzukommen, einfach den Kurs nach unten geprügelt gesehen. Was aber auf dem Weg nach unten funktioniert, funktioniert auch auf dem Weg nach oben. Ja? Je weniger Trading-Sessions und jede Trading-Volumen innerhalb einer bestimmten Session passiert ist oder in einer Range, umso weniger Widerstand wird es auf dem Weg nach oben geben. Und das sehen wir hier. Deswegen sind wir auf dem 4-Stunden-Chart, also auf dem Tageschart, das ist jetzt der Tageschart, auf dem 4-Stunden-Chart sieht das dann so aus, da sehen wir, dass hier so ein bisschen Resistance passiert ist. Der Kurs hat versucht, hier rüber zu steigen, konnte aber aus dem Abwärtstrend nicht rausbrechen. Hier haben wir es geschafft. Also gilt es jetzt, wenn wir uns den 4-Stunden-Chart anschauen, gilt es jetzt, diese Zone einzureißen. Und dann wäre der nächste Widerstand erst in dem Bereich um $3.78 und $4.02. Okay? So, was ich auch immer gerne mache, ist, hier die Fibonaccis zu nehmen, ist hier ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das hier das Low dieses Swings sein soll, dann seht ihr, dass das 038er Retracement genau in diesen Bereich geht. Und wenn der Kurs über das 038er geht, hier seinen Support findet, dann kann man wahrscheinlich davon sprechen, dass der Abwärtstrend abgeschlossen ist und dass wir hier nicht von einem Fakeout sprechen. Also warte ich immer ganz gerne, bevor ich so eine absolute Aussage mache, dass nach einem Abwärtstrend, wenn der Kurs wieder nach oben geht, zumindest das 0382er Retracement hier durchstößt und dann zumindest wieder retestet wird. Und dann ist es ein gutes Zeichen, dass wir hier von einer Trendumkehr sprechen, die nachhaltig ist. Okay? So, nach wie vor, wie gesagt, sehen wir hier gerade nicht viel, außer dass wir hier rausgekommen sind. Seitwärtsbewegung, es könnte ein gutes Zeichen sein, ist jetzt aber schwer auszumachen. Schön wäre ein Retest, wenn der positiv ist, geht es nach oben. Und wir sehen hier, dass das Momentum hier im Squeeze-Momentum-Indikator, das Verkaufsmomentum nach und nach nachlässt. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Volumen sowohl bei Ape als auch bei AMC einfach unglaublich schlecht ist. Ja. Also ist dieser Abverkauf für mein Verständnis auch nicht besonders nachhaltig. Ja. Es braucht nur einen Funken, einen Streichholz ins Benzinfass, dass das Ding hier explodiert. Ja? Davon bin ich fest überzeugt. Bei AMC im Übrigen genauso. Ja? So, hier sehen wir genau dasselbe im 4-Stunden-Chart. Wir sind hier ausgebrochen und wenn ich das jetzt hier einmal verlängere, dann seht ihr, im 4-Stunden-Chart haben wir hier in dieser Formation sehen wir jetzt hier einen Retest auf dem 4-Stunden-Chart. Jetzt bleibt abzuwarten, ob wir es schaffen, aus dieser Formation in die nächstgrößere Bullflag reinzuhauen. Und das wäre dann die hier. Dann wäre das hier nämlich nur ein Fake-Out. Okay? Was sehr, sehr gut wäre. Denn wir befinden uns, schaut mal. Wir würden dann in dem Fall, wenn wir hier aus diesem Trendkanal rausgehen, würden wir den übergeordneten Abwärtstrend hinter uns lassen. Okay?
Also es sieht alles gar nicht so schlecht aus, wie man sich fühlt. Ja? Wir haben hier auf dem Punkt, und ihr wisst, wenn ich meine Supportlinien zeichne, dann versuche ich die schon beim ersten Mal so akkurat wie möglich zu machen. Ihr seht, wir haben hier mit dieser Kerze, gehen wir in den Tageschart, seht ihr, haben wir auf dem Punkt mit dem Wick, haben wir den oberen Bereich dieses Support-Bereiches angetestet. Am 13. Oktober. Und ihr seht es, ne? Also wenn man in Support-Bereichen einkauft, ist die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung sehr, sehr wahrscheinlich. Okay? Jetzt ist halt die Frage, wie nachhaltig war diese Gegenbewegung? Das können wir jetzt in diesem Moment noch nicht betiteln, denn wir haben hier immer noch nicht den Retest dieser Formation. Wenn wir es hinkriegen, dass das positiv ist, dann würde uns diese Kursbewegung in die übergeordnete Bull Flag bringen. Und wenn wir die hinter uns lassen, dann wäre das Preisziel dieser Bull Flag, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier irgendwo den Ausbruch starten, dann würde uns dieser Kurs, also dieser Ausbruch in Richtung 9,80 Dollar bringen. Ja, 9,80 Dollar. Vielleicht auch, wenn wir hier den Support-Bereich nehmen. Ich würde sagen, 9,48 Dollar, so in diesem Preisbereich, würde uns diese Bull Flag, wenn das hier sich jetzt hier nicht als Fake-Out herausstellt, würde uns diese Bull Flag in diesen Preisbereich bringen. So, also ihr seht, so schlecht ist das hier gar nicht, wie man sich fühlt. Und wenn wir uns den S&P 500 anschauen, wo ist es denn? Hier. Ja, ihr habt gesehen, dass wir hier einmal eine sehr, sehr massive Bewegung nach oben hatten. Hier eine starke rote Kerze, aber das hat hier noch gar nichts zu sagen, okay? Also macht euch darüber bitte noch keinen Kopf. Wir haben hier auch, wie bei AMC, hier einmal den Support einmal wirklich gut angetestet. Und hier sind wirklich die Bullen wieder eingetreten, haben hier richtig viel Druck aufgebaut. Und wenn wir uns das mal auf dem 4-Stunden-Chart anschauen, dann sehen wir, jetzt sehen wir nämlich Folgendes. Warte, ich muss euch das mal hier ein bisschen größer machen. Sehen wir Folgendes. So. Ja, wir sehen, dass wir hier das wollte ich euch gar nicht zeigen. So, sorry. Das wollte ich euch zeigen. So. Ja, also ihr seht, dass wir uns hier immer noch in diesem Kanal befinden, aber durch diesen massiven Einstieg der Bullen, ja, ist immer noch ein bisschen Druck da. Und wir sehen hier, wenn wir das jetzt mal auf Tagesbasis betrachten, dann sehen wir, dass hier der Abverkauf dieser Kerze nicht so stark war wie wie die Kraft der Bullen. Also auch hier bitte einmal warten. Eine massive Kerze, ja, hat jetzt erstmal noch nichts zu bedeuten. Was aber dafür spricht, dass die nächste Kerze grün sein kann, ist, dass wir hier immer noch, also auch wenn diese rote Kerze sehr angsteinflößend aussieht, ist es hier keine Close-Below-Kerze. Das heißt also, dass das Ende dieser Session ist nicht über den Startpreis, also den Einstiegspreis der vorangegangenen Session gedrückt worden. Also kann hier es sehr, sehr wohl sein, dass wir hier über den letzten Resistance-Bereich hinausgehen, und wenn wir den antesten, dann wäre das ein starkes Zeichen. Also alle Augen morgen auf England gerichtet, was die Bank of England sagt. Und von daher, da ist richtig viel Volatilität im Markt, aber offen gestanden, mir ist ein volatiler Markt lieber als so ein langweiliges Investment, was sich eigentlich gar nicht bewegt. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen komisch, wenn es um Volatilität geht. Gibt es denn von eurer Seite aus noch irgendwelche Fragen, ihr Lieben? Wenn ihr keine Fragen habt, bitte seid so lieb, penetriert einfach den Chat jetzt nochmal richtig alle mit dem Affen und dem Gorilla. Und wenn ich derweil noch eine Frage finde von eurer Seite aus. René fragt Mika, bei Overstock hieß es, der Squeeze auf 120 Dollar wurde eingeleitet. Wie heißt das? Keine Ahnung, wie du darauf kommst, dass ein Squeeze eingeleitet werden sollte. Overstock hat das
Also der CEO von Overstock ist ja da wirklich aktiv in den Kampf gegen Shortseller gegangen und hat da wirklich alles gemacht. Er hat eine, also der hat wirklich eine Blockchain-basierte Dividende gemacht. Der hat da wirklich alles getrieben, dass er das Unternehmen gegen die Shortseller gestellt hat und sehr offen auch und sehr öffentlich auch. Deswegen kann ich den einen oder anderen verstehen, der sagt, Adam Aron sollte sich jetzt hier an der Stelle auch mal langsam äußern. Warum er es nicht macht, weiß ich nicht. Ist auch für mich ehrlich gesagt gerade nicht das große Thema, aber gut. Robert V. schreibt, hoffe bis Ende des Jahres auf den Squeeze. Die Karibik ist im Monat Januar bis Februar besonders schön. Sehr schön. Matthias Astner schreibt, bei 400 hätte ich schon 2,4 Millionen Euro. Ja, seht ihr, also der ein oder andere muss nicht mal auf den höchsten Punkt im Peak rechnen. Und deswegen glaube ich, dass diese Finanzkrise in Anführungsstrichen dazu führen wird, dass sehr, sehr viele Menschen, wenn sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben, sehr vermögend werden. Das wird der größte Tausch von Vermögen sein, den wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Und davor haben die Finanzeliten tatsächlich unglaublich Angst, weil Menschen, die finanziell frei sind, sind schwerer zu kontrollieren. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja? Die haben ihre eigenen Gedanken, sie machen sich mehr Gedanken, sie lassen sich nicht denken, ja? Und sind auch nicht abhängig. Ein Mensch, der finanziell frei ist, der ist nicht abhängig von Krediten, von irgendwelchen anderen Sachen, kann leichter und unbefangener durchs Leben gehen. Und davor haben eben genau die Menschen, wenn wir von der Finanzelite sprechen, halt unglaublich Angst. Ja? Und deswegen wünsche ich mir für jeden hier in dieser Community, ob durch sein Portfolio oder durch AMC oder GameStop oder was auch immer, trefft die richtigen Entscheidungen und versteht den Aktienmarkt. Denn ich wünsche mir für jeden, dass er finanziell frei wird und dass wir ganz, ganz viele neue Millionäre und vielleicht sogar Milliardäre durch AMC und GameStop oder durch die Finanzkrise per se sehen. Ja? Und wer sich jetzt ertappt hat und gesagt hat, hätte ich doch mal gekauft, als der Aktienmarkt zum Beginn der Pandemie eingebrochen ist, hätte ich doch mal mein Geld in Aktien gesteckt, ja. Das ist jetzt der Moment im Finanzcrash, ja, im Finanzmarktcrash, dort zu investieren, wo ihr vielleicht vor 2 Jahren nicht die Chance hattet. Ja, also so sehe ich das. Ich freue mich wirklich auf jeden Crash, auf jede Kursbewegung nach unten, weil ich meine Lieblingsaktien zu einem Apfel und ein Ei bekomme. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich beschreibe das gerne als Sommer- und Winterschlussverkauf. Und wer antizyklisch Klamotten einkauft, der kauft immer besser. Und ich versuche meine Winterklamotten nicht im Winter zu kaufen, sondern im Herbst und im Frühling und im Sommer. Ja, und dann kriegt man alles, auch wenn es vielleicht ein Jahr älter ist und nicht mehr ganz so in Mode ist, kriegt man halt alles günstiger. Und so mache ich es schon immer. Ja, es gibt andere Dinge, für die ich gerne und viel Geld ausgebe. Und dazu gehören eben mein Weg zur finanziellen Freiheit. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr noch keine Frage mehr habt, stellt gerne eure Frage, aber ich sehe, glaube ich, keine mehr. Robert V. schreibt, we are Gorilla Gang. Ja, das sind wir definitiv. Und wie gesagt, guckt euch gerne mal meine Kanalmitgliedschaft an. Nichtsdestotrotz ist alles, was ich hier sage, auch für jeden kostenlos zugänglich. Wenn ihr das supporten möchtet, könnt ihr das gerne darüber auch machen. Oder ihr kauft euch ein Buch aus meiner Empfehlung. Ja, dann kriege ich eine kleine Provision. Der Preis wird sich für euch dann dadurch nicht verändern. Oder ihr guckt einfach regelmäßig alle Videos und liked und penetriert den Abo-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist für mich Support genug. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann gebe ich jetzt hier nochmal einmal den Affen und den Gorilla. Entlasse euch in den Sonntagabend oder beziehungsweise in die Sonntagnacht und freue mich auf jeden von euch, der nochmal Bock hat, in die Telegram-Gruppe zu kommen. Ich versuche da so aktiv wie möglich zu sein, auch ein bisschen Wissen über Ape hinauszugeben. Da sind super viele engagierte Menschen und von daher, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntagabend, eine schöne Sonntagnacht, schlaft gut und wir hören und sehen uns bei dem nächsten Video am Dienstag, wo es um Dividendenaktien geht. 5 Top-Dividendenaktien habe ich euch rausgesucht.
mit viel Potenzial. Also verpassen ist nicht erlaubt. Also fühlt euch gedrückt.